Hamburg, meine Perle, einen schönen guten Abend. Willkommen zu Wheel of MMA 50. Ich bin immer gern bei euch hier in Hamburg und wir ebenfalls. Deswegen feiern wir dieses Jahr, dieses Mal unser Jubiläum, 50 Veranstaltungen Wheel of MMA. Und deswegen haben wir ein ganz besonderes Programm hier für euch und für die Zuschauer zu Hause bei Bild.de. Wir haben hier titelwürdige Kämpfe, unter anderem zwischen Islam Dschabrailow und Emmanuel Ukuvay. Und das Main Event heute, ein Hamburger Jung, der heute Abend kämpfen wird, nämlich Asaf Elikhanov, wird gegen den Finnen Hanan Husman kämpfen. Wir haben also ein spannendes Programm für euch geladen, aber genug geredet. Hier ist Action, hier ist Hamburg, hier ist Wheel of MMA. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kampfsportfans. Herzlich willkommen hier in der Barclaycard Arena in Hamburg zu Wheel of MMA 50. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Daniel Stock. Ich bin heute einer der beiden Kommentatoren auch für Sie dann am Bildschirm. Der andere hat Sie gerade eben begrüßt hier. Sascha Sharma, der vor einer Woche hier in Hamburg seinen 17. Sieg als MMA-Kämpfer bestritten hat und eingefahren hat. Beifall bitte mal für diesen Mann, der heute als Experte bei We Love MMA dabei ist. Aber einer, der toppt sie alle. Er ist das Gesicht, die Stimme, er ist der Zeremonienmeister von We Love MMA. Zum 50. Mal steht er heute im Cage. Das Publikum hat ihn gefeiert. Hier ist Gonzo! Gonzo, am 18. Oktober 2010, da war es soweit. Da wurde ein Gedanke, war Wheel of MMA 1 damals in Berlin, hat begonnen. Für dich ein besonderes Datum, ein besonderes Ereignis, was sich jetzt fortgesetzt hat, eine Erfolgsgeschichte? Ja klar, also auf jeden Fall. Das ist lange her, die Zeiten waren damals ein bisschen anders. Die Umkleide ungefähr so hoch, ja, 300 Leute da drin, es roch angenehm nach Sauerkraut. War kuschelig, gar keine Frage, war cool. Inzwischen sind die Hallen größer, die Leute besser, das Team größer, qualitativ, keine Frage, cool. Wie hat sich in diesen Jahren der MMA-Sport verändert, aus deiner Sicht, vielleicht auch durch das Einwirken von We Love MMA? Sagen wir, der Sport ist älter geworden. Das heißt also, die Leute, die zunächst Kämpfer waren, sind heute Kampfrichter, Manager, Trainer, Ringsprecher. Professionalisiert, würde ich sagen. Und zwar im besten Sinne des Wortes. Ich finde es gut. Also die Qualität macht wirklich Sprünge im Cage, am Cage. Finde ich gut. Also ich denke, da ist noch viel Luft, gar keine Frage, aber es ist viel erreicht worden. Hand aufs Herz oder mal lokal gesprochen, Butter bei die Fische. Was müsste sich ereignen, was müsste passieren, dass du eine der vielleicht nächsten 50 Veranstaltungen von We Love MMA verpassen solltest oder würdest? Schließe ich aus. Kategorisch angesagt, das ist der Mann des Abends hier für Sie hier in der Barclaycard Arena. Viel Spaß bei We Love MMA 50 mit Gonzo. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite, schönen guten Abend. Wir werden 50, wir sind da, wo wir hingehören. Das ist der richtige Ort für ein ordentliches Jubiläum. Schönen guten Abend, Hamburg. Schön, wieder hier zu sein. Wir haben ordentlich Kämpfe auf der Uhr. Wir fangen im Federgewicht an. Ladies and Gentlemen, ich rufe hier zu uns in den Cage. Hakan Bosko. Ihm gegenüber in die blaue Ecke rufe ich Said Saidi. Dann wir eröffnen die heutige Veranstaltung gleich mit einem sehr ordentlichen Kampf zweier renommierter Kämpfer. Federgewicht ist das Limit, 2x5 Minuten ausgemachte Distanz und ja, wir sind bei den Unified Rules of MMA.
Ich bitte um einen großen Applaus für den Auftakt. Bitte applaudieren Sie Said Saidi und Hakan Bozkurt. So, ein Mann, der vom Kickboxen und vom Muay Thai kommt, Hakan Bozkurt, gegen einen, der früher mit Sambo oder Shambo angefangen hat. Das ist immer so ein bisschen die Sache. Second Half, Betreuer aus dem Ring. Second locker hüpfen please. Alle beide, leichtfüßig präsentieren sie sich schon. Ich schaue sich gegenseitig ein bisschen hoch damit. Wer ist der Lockere? Wer hüpft hier höher? So wirkt das fast. So, bin gespannt, wer welche Taktik einschlägt. Erwartungsgemäß könnte jetzt jeder davon ausgehen, Hakan Bozkurt würde aufgrund seiner Vergangenheit als Kickboxer natürlich den Stand bevorzugen und der Sambo-Kämpfer Said Saidi, der will vielleicht eher auf den Boden. Bozkurt mit der Links-Rechts-Kombination, die aber in die Luft geschlagen ist. Beide noch sehr in der Abtastphase. Ja, dafür, dass wir am Anfang ganz schön gehüpft sind, haben sie es ruhig angehen lassen. Jetzt wird es wilder erst. Schöner Double Leg Takedown hier von Saidi. So, Saidi bekommt die Anweisung, Kopf in der Mitte lassen. Aber da löst sich Bozkurt hat ihn mit der rechten fast voll erwischt. Ja, aber Bozkurt steht jetzt hier oben in der offenen Guard-Position, zögert noch so ein bisschen. Er wollte gleich ausholen zum Schlagen. Arbeitet jetzt hier mit Kicks zum Körper, was er machen darf. Also der liegende Gegner darf getreten werden hier. Er kommt hier über die Außen, versucht den Oberschenkel hier zu bearbeiten. Da muss er ein bisschen aufpassen natürlich. Ja. Referee moniert hier etwas mehr Action. Bozkurt versucht hier zu passieren. Passiert auch fast jetzt. Hier ist sehr viel Bewegung. Ja, Bozkurt lässt Saidi jetzt aufstehen. Wieder auf die Beine kommen, ja. Ah, mangelhafte Kopfkontrolle hier. Saidi drückt Bozkurt jetzt wieder gegen den Käfig. Du siehst, hier ist sehr, sehr viel Bewegung gerade. Keiner etabliert hier so richtig eine Position. Mal ist der eine oben, mal ist der andere oben. Ja, das ist auch, kann auch spannend sein, aber ist natürlich etwas suboptimal für den erfolgreichen Kampfverlauf. Das hat sich auch gezeigt, dass Hakan Bozkurt am Boden selber nicht so recht wusste, was sollte er machen. Also da kommt wirklich das durch. Er ist wohl eher einer, der die Ausbildung eben im Stand genossen hat. Ja, ja, er hält jetzt hier den Kopf fest von Saidi. Versucht hier ein bisschen zu unterbinden, dass Saidi schlagen kann. Der versucht an den Beinen von Bozkurt vorbeizukommen, also die Guard zu passieren. Und der Referee montiert hier schon etwas mehr Action. Das wird wahrscheinlich hier gleich wieder hoch in den Stand gehen, was gut wahrscheinlich ist für Bozkurt. Das will er wohl provozieren. Saidi mit hier langsamen Hammerfist. Kriegt hier die Anweisung, rechts zum Körper zu schlagen. Jetzt halt Steffen Ramlo, der Mann im Cage, das Ganze unterbrochen. Beide Kämpfer stehen sich wieder gegenüber in der Mitte. Und jetzt wird das Duell fortgesetzt. Wann schreitet er ein, der Kampfrichter? Wenn einfach zu wenig Bewegung da ist, wenn zu wenig klare Aktionen zu erkennen sind? Ja, man muss entweder ringerisch bzw. grappling-mäßig versuchen, den Kampf zu gestalten. Oh, schön, aufwärts. Voller Treffer mit links. Sehr schön, Saidi ist zurückgezogen worden in den Clinch. Schön. Aber kontert hier. Erst mit dem Knie und jetzt mit dem Wurf zum Boden. Ja, sehr schön. Gut. Guter Treffer von Bozkurt. Schöner Takedown von Saidi, der jetzt wieder in eine Kontrollposition kommt. Jetzt sehen wir es gerade hier. Also die Guard-Position. Bozkurt liegt oben. Er muss versuchen, an den Beinen vorbeizukommen. Er muss versuchen, seine Position zu verbessern oder er muss in der Position versuchen, Schaden anzurichten. Sei es jetzt durch Ellbogenschläge, die jetzt hier nicht erlaubt sind, außer zum Körper. Oder Handschläge zum Beispiel, Faustschläge oder Tritte. Wenn das nicht eintritt, dann schreitet der Schiedsrichter ein und moniert bzw. weist an, mehr Action, hier muss mehr passieren. Wenn nichts passiert, kann er natürlich den Kampf wieder aufstellen, wie wir es gerade gesehen haben. Ich denke mal, das wird jetzt auch gleich wieder der Fall sein. Er wird jetzt die ersten Er klatscht schon in die Hände, er gibt das Kommando, sie sollen was zeigen. Genau. Beide müssen den Willen zeigen, den Kampf zu gestalten. Wenn sich beide nur gegenseitig festhalten, dann wird dir kein Wille gezeigt, den Kampf vorzeitig zu beenden. Es muss immer eine Aktion geschehen. Es muss immer etwas gelten. Jetzt versucht er es mit Ground and Pound. Ja, Saidi trifft hier ganz gut. Auch jetzt hier mit Hammerfist.
Sehr schön. Ist jetzt hier im Rücken von Boskurt. Der ist jetzt sehr, sehr schwer im Bedrängnis. Ja. Er blockt da schon gerade noch ab. Boskurt muss sich hier verteidigen, zeigt, sonst ist der Kampf. Er muss sich zeigt, intelligent zeigt verteidigen. Keine intelligente Verteidigung. Jetzt hat er sich rausgebunden. Schön. Und Saidi ist hier wieder in einem Single Leg drin. Ja, wunderbar. Wirft den hier jetzt auch gleich wieder. Boskurt wieder am Kopf. Aber das wird jetzt wahrscheinlich so hier. Das wird Boskurts Runde sein. Saidis Runde sein. Der ist hier der aggressive Ringer gewesen. Ja, und Hakan Boskurt hatte bis auf den einen Treffer, als er mit dem linken Aufwärtshaken mal durchkam. Ja, wohl keine Aktion, die irgendwie zu einem Punkt hätte führen können. Ende der ersten Runde. Hat das gut gemacht. Hat zum Rundenende sich dann nochmal mit dem Takedown halt eben die Punkte gesichert. Ja, Boskurt muss jetzt etwas umsatteln. Er darf hier nicht so, wie soll man sagen, unbedacht im Kampf, im Standkampf hier stehen bleiben. So, das war jetzt so der Beginn, nachdem sie sich abgetastet hatten. Dann wurde es mal schnell ein bisschen wild. Kniestoß zum Körper ebenfalls. Und da hier dieser schön getimte Double-Leg-Takedown. Boom, schön geworfen. Aber auch hier, das ist etwas gefährlich. Man muss eigentlich versuchen, mehr hinterher zu gehen. Denn nur den Gegner auf den Rücken zu legen, ist eine Sache. Ihn dort aber zu kontrollieren und von dort aus den Kampf zu gestalten, das ist nochmal eine andere Sache. So, da hat Saidi dann mal richtig nochmal Tempo aufgenommen zum Ende der Runde. Seconds out, lass uns mal seiner Jugend noch geschuldet sein. Mit 20 Jahren, dass er da noch nicht so gleich beherzt hin nachgeht, wenn er sich schon so eine Vorteilposition holt. Der Ringarzt ist gerade drin. Ich denke, das Jochbein oder der Orbitalknochen hier von Boskurt scheint hier ziemlich in Mitleidenschaft gezogen zu sein. Ich sehe da eine große, große Schwellung. Der Ringarzt schaut sich das gerade an. Der Kampf ist abgesagt. Auf. Ja, da ist wahrscheinlich das Jochbein gebrochen. Sieg für Saidi. Woher das jetzt kam, kann ich jetzt nicht genau verorten. Also eine Schlagwirkung kann es im Prinzip kaum gewesen sein, denn er hat kaum geschlagen, Saidi. Aber er ist glücklich, er ist froh. Oh, da kommen die Emotionen hoch. Saidi ist ja groß am Weinen. Ja, das ist eine ziemliche Last, von ihm gefallen zu sein. Ne? Das ist ein zweiter Kampf gewesen bei den Profis. Und sein erster Sieg, den er sich damit geholt hat. Ladies and Gentlemen, auf Anraten des Arztes wird Kampf Nummer 1 in der ersten Runde oder Ende der ersten Runde abgebrochen. Heißt nicht, dass es ein schlechter Kampf war, ganz im Gegenteil, wenn Sie das genauso sehen. Bitte einen Applaus für beide Kämpfer, Said Saidi, Hakan Boskurt. Danke für den Kampf. Der ist wirklich richtig, der ist richtig ergriffen, ne? Hier, ja. Mhm. Ja gut, ich meine, das ist ein meine sehr verehrten Damen und Herren, Kampf Nummer 1. Wir haben Referee Stoppage, Runde gehört, Pause gehört zur zweiten Runde. Auf Anraten des Arztes wurde der Kampf abgebrochen. Wir haben einen TKO. Der Sieg geht an den Mann vom Combat Club Cologne, an Said Saidi. Das scheint eine schlimmere Fraktur zu sein hier. Ja, da muss man natürlich auch den Kämpfer in Schutz nehmen. Ja, es war dann sicherlich auch die richtige Entscheidung und es sind ja zwei Ärzte hier am Ring mit Marco Ludig und mit Niklas Keilhack und beide sind erfahren, beide waren schon oft dabei, wissen also, wann sie einschreiten müssen und wann sie auch sagen müssen, es geht halt einfach nicht mehr. Sicherlich schade für Hakan Boskurt, aber den Kampf, den hat er jetzt zwar in seiner Bilanz stehen als Niederlage, aber da muss er sich nicht schämen oder so. Mein Name ist Daniel Weichel, ich kämpfe für Bellator MMA und diesen Sommer am 14. Juli werde ich um den Weltmeistertitel in Rom kämpfen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, zweiter Kampf tickt. Wir steigen in einer Gewichtsklasse ein wenig auf. Die Jungs werden wahrscheinlich etwas schneller, etwas härter werden, aber nicht weniger gut. Ladies and Gentlemen, bitte applaudieren Sie Simon Wu. Von dem Mann aus der blauen Ecke, Gabriel Pate. Man sollte sie haben. Oh, Pate. Der Blick eines Psychos. Gestern erst war ich im Joker drin. Toller Film, ne? Erinnert mich ein bisschen daran. Wobei er da, glaube ich, auch wirklich sehr gern mit der Kamera gerade gespielt hat. Gabriel Pate. Gehört auch ein bisschen dazu. Ich finde, ein bisschen Entertainment, das darf sein. Er muss es dann natürlich mit Leistung untermauern, weil sonst dann wird ihm ausgelegt als eine kleine lächerliche Nummer. Ja. Ja, da bin ich jetzt gespannt hier, ne? Ja, um nochmal auf die Nervosität zurückzukommen. Manche Leute gehen damit ganz andersrum. Ich glaube, der Pate, der genießt das. Ich glaube, das ist so einer, der geht unter dem Licht der Scheinwerfer, glaube ich, erst richtig auf. Es gibt manche Leute, die erdrückt das. Also bei mir ist es so, es ist sehr schwer, Performance zu bringen und dann auch noch vor Publikum, Scheinwerfer, vor Fernsehen und so weiter. Es ist ja schon eine große Prüfung. Man muss lernen, mit der Nervosität umzugehen. Man wird sie nie los. Man muss einfach lernen, damit zu leben, nur es zu nutzen, sich nicht davon unterkriegen zu lassen, sondern halt eben sich dadurch stark machen zu lassen. Schauen wir mal, wer die Nervosität heute hier besser im Griff hat oder besser nutzen kann. Denn auch Gabriel Pate gibt heute sein Debüt bei den Profis. Seit 2 Jahren, da trainiert er, hat früher mit K1 angefangen, dann Grappling gemacht und nun will er es wissen beim MMA. Oh, da werden die Rufe laut. Er hat auch viele Freunde mitgebracht. Sagt die ganze Sehr Familie. Sehr verehrte Damen und Herren, zu meiner Linken, ebenfalls eingewogen mit 70 Kilo Leichtgewichtler, wie er im Buch steht. Er repräsentiert die Sportschule Tayo, renommiertes Gym. Ebenfalls aus Hamburg, Gabriel Pate. Ja, das ist auch etwas, was ein bisschen den Druck fördern kann, wenn man natürlich die ganze Familie mitgebracht hat. Ladies and Gentlemen, gehen, Kampf Nummer 2 des heutigen Abends. Leichtgewicht ist das Limit. Unified Rules sind die Regeln. 2x5 Minuten, so über die Zeit geht. Es fordern zum Derby Simon Wu und Gabriel Pate. Da bin ich jetzt mal gespannt. Simon Wu, Schüler von Abeko Afool, ein hier in Hamburg sehr bekannter MMA-Kämpfer. Vom Team Ivory MMA. Habe vorab mal gesprochen. Ich glaube, heute sind 4 Leute auf der Fightcard, die vom Ivory Seconds MMA out, Betreuer aus dem Ring, Seconds out, mitgebracht. Abeko Afool. Ringfrei zur ersten Runde. Und dann Gabriel Pate, der wird von Sascha Mané trainiert. Der auch gerade hier am Cage noch mal kurz alle angespornt hat. Alle sollen jubeln für ihn. So, nun gucken wir mal. Thema Nervosität. Wer hat es besser im Griff? Wer nutzt es besser? Oh, Gabriel Pate. Keine Scheu, geht gleich hier hinterher. Keine 20 Sekunden, schon 3 Aktionen hier. Schön, das scheint wohl hier ein Standkampfduell zu werden. Schöne Loki-Kombination. Jetzt geht er in den Thai-Clinch hinein. Er sucht das Knie. Ja, er sucht den Kopf seines Gegners hier und versucht mit dem Knie reinzukommen. Ist auch ein Stil, bei dem man da eben aufpassen muss. Schöner gecheckter Low-Kick. Ja, Stefan Wu lässt sich ja davon aber nicht hier unterkriegen. Pate im Clinch. Hier, wären jetzt Ellbogen erlaubt, dann wäre das nochmal eine etwas andere Geschichte. Ja, Pate will das Knie zum Kopf hier treten. Schöne links, rechts von Wu, hat er sehr gut getroffen. Das wird eine Materialschlacht hier. Ja, es ist so, Pate, der geht vorwärts, der marschiert. Wu löst sich dann auch nochmal. Ja. Pate geht wirklich hier hinterher. Und nimmt hier einen Treffer, teilt 2 aus. Das ist so seine Strategie hier wohl vermutlich. So, du hast angesprochen, er versucht, Gabriel Pate das Knie zum Einsatz zu bringen. Darf er den Gegner? Schön. Guter Wurf hier von Stefan Wu. Jetzt bin ich gespannt, ob Pate genauso, wie soll man sagen, mit Druck im Bodenkampf arbeitet. Aber er muss jetzt hier viele Treffer einnehmen. Stefan Wu in der Mount-Position, denkbar schlecht hier für Pate. Der sollte aber Vorteile haben eigentlich, weil er ist auch übers Grappling zum MMA gekommen. Während Wu
Ryan K1 trainiert hat früher. Aber der setzt sich jetzt hier gerade durch. Ja, aber richtig durch. Das kostet richtig viel Kraft, wie Pate hier gerade arbeitet. Und es ist wenig effektiv. Er hält jetzt gerade hier fest. Das ist in Ordnung. Er versucht jetzt von unten zu schlagen. Das ist eigentlich kein Zeichen dafür, dass er geschult darin ist, aus so einer Position hier rauszukommen. Ja, er muss da jetzt wirklich mehrere Treffer nehmen. Oh, schöner Treffer hier von Stefan Hu. Oh, harte Treffer, die Pate jetzt hier nehmen muss. Und er kann fast gar nichts. Ich sehe keine Escapes. Keinerlei Anstatten, hier wirklich rauszukommen. Bisschen hilflos wirkt er da. Also nicht hilflos, dass er nicht mehr kampffähig wäre, er aber wirkt hilflos. Nicht so, er ist hilflos gerade. Ja, also ihm fällt jetzt nicht ein, wie er eine richtige Verteidigung jetzt führen könnte. Hat er schön, genau, so. So war das zu machen. Und dann Pate. Stürmt er etwas wild nach, kassiert neun Treffer, aber jetzt steht er erstmal wieder, Gabriel Pate. Ja, aber das hätte ihm früher einfallen müssen. Jetzt hat er was eine Minute da unten in der Mount verbracht, viele, viele Treffer genommen, viel Kraft verschwendet und Wu ist noch relativ locker hier auf den Beinen. Rum, aber Kampfeswillen scheint ziemlich zu wollen. Jetzt musste Wu aber auch zwei Treffer nehmen, schön, bringt aber Pate wieder zu Boden. Und geht gleich wieder in die Mount rein. Gleich wieder in die Mount. Pate versucht jetzt mit Ellbogenschlägen jetzt zum Oberschenkel. Aber man sieht es an seinem Gesicht, dass er da keine Lust darauf hat, hier unten zu bleiben. Abeku Aful bringt hier die richtigen Anweisungen. Stefan Wu kann hier jetzt richtig reinwischen. Pate haut von unten nach oben. Das wird, auf jeden Fall, wenn es so nicht vorzeitig zu Ende geht, auf jeden Fall die Runde von Simon Wu. Oh, dermaßen. Und da bin ich gespannt, ob Gabriel Pate dann da nochmal in der zweiten Runde ein ganz anderes Rezept findet. Weil hier ist jetzt wieder so, er guckt mehr oder weniger zu, was der andere da so mit ihm macht. Ja, der scheint schon tough zu sein. Also der knickt auch hier nicht ein, aber es ist einfach so die Summe der Schläge. Er sieht nicht mal sehr malträtiert aus für die ganzen Schläge, die er jetzt bekommen hat. Ja, es ist nicht sehr hart, also so die richtig harten Bums im Arm, um das mal sehr salopp zu formulieren. Den hat er noch nicht, Simon Wu. Ja, aber er teilt kontinuierlich Schläge aus und wie ein Tropfen, der den Stein aushöhlt. Und Pate schlägt jetzt hier von unten, das ist wirklich, das sieht man selten, dass einer von unten aus der Mauer versucht, hier mitzuschlagen. Und da dreht er sich wieder raus. Er kommt nicht weg. Er macht aber auch wenig. Die Beine hat er so gut wie gar nicht im Einsatz. Gabriel Pate. Ja. So, die Runde ist gleich rum. Die ist auf jeden Fall ganz klar zugunsten von Simon Wu. Oh, das kann schon. Oh! Ende der ersten Runde. Wahnsinn. Dass das hier Simon Wu nicht schon vorher eingefallen ist, Mann. Da ist er die ganze Zeit in der Mount-Position drin. Also, ich lege mich fest, wenn es noch 5 Sekunden länger gegangen wäre, dann wäre der Arm weg gewesen, glaube ich. Dann hätten wir hier einen Submission-Sieg oder einen gebrochenen Arm gehabt. So, das war der schwungvolle Auftakt, wo beide mit Aktionen und mit Treffern sich erstmal gezeigt haben, dem Publikum, und dann aber kippte das Ganze. Ja, und ich denke, Simon Wu wird genau diese Strategie hier weiter verfolgen, denn im Stand, Daniel, war es doch relativ ausgeglichen, oder? Ja, im Stand da hatte Gabriel Pate wenigstens noch ein paar Aktionen, da hat er was gezeigt. Ja, da hat er auch seine Treffer gesetzt, aber sobald Simon Wu hier geworfen hat... Da Seconds out, Betreuer aus dem Ring, Seconds out, please. Gelaufen. Also da war der Kampf dann doch... Ladies and Gentlemen, ist eine harte Sache da oben im Cage. Ein bisschen Unterstützung für beide Kämpfer wäre okay, denke ich. Ah, Pate, der hat hier Spaß. Ringfrei zur zweiten Runde, Second Round. Er ist auf jeden Fall einer, der gerne... im Cage steht, gerne im Rampenlicht steht, und das Hamburger Publikum, das feuert beide an, beide Hamburger Jungs. Tatsächlich finde ich fast, dass Simon Wu derjenige aussieht, der etwas erledigter ist. Er hat diese Treffer, die Pate im Stand gesetzt hat, die waren auch schon mit ein bisschen mehr Härte, also da macht sich wohl bemerkbar selbst, aber jetzt passiert es wieder und Gabriel Pate lässt sich relativ einfach da auch zu Boden bringen. Er holt sich die Guard-Position, neutral, am Boden, aber zumindest neutral.
So, ich glaube, alle haben es gehört. Der Trainer von Gabriel Pate, Sascha Mané, der hat gebrüllt: Arbeite, arbeite, sieh zu, dass du da rauskommst. Also, der sieht, wie brenzlig das Ganze ist. Der hat es ja schon in der ersten Runde so beobachtet. Simon Wu macht jetzt gar nichts draus. Der ist zwar oben auf, wirkt aber auch so langsam ein bisschen müder. Ja, das sieht fast so aus, als würde er sich hier festhalten. Ich denke, der Kampf wird gleich wieder in den Stand hochgebracht werden. Und da hat jetzt Pate wiederum die Chance zu kommen. Ja, weil für 3,5 Minuten einfach nur noch gucken, dass er Zeit schindet, das ist noch viel zu lang für beide Kämpfer. Wobei Gabriel Pate mit den Treffern, die er bekommen hat bisher, scheinbar besser umgeht. Und jetzt, oh, was für eine jetzt ist er oben drauf. Und Simon Wu muss jetzt gucken, dass er da rauskommt. Oh, wenn er das jetzt aus der Hand gibt, wäre das wirklich unglücklich. Dominiert in der ersten Runde und jetzt liegt er plötzlich unten. So schnell kann es gehen. Ja, und die Treffer sind härter, die Gabriel Pate setzt. Ja, in 3 Minuten geht die Runde noch. Muss aufpassen, dass Pate hier nicht in der Triangle landet. Simon ist schon richtig am Ende seiner Kräfte. Er ist ein Opfer seines eigenen Tempos geworden. In der ersten Runde vielleicht zu viel gemacht für seine Verhältnisse. Jetzt das Knie zum Kopf. Jetzt das Knie zum Kopf. Muss er aufpassen. Oh, oh da, ja. Da ist es. Das meine ich. Da ist es. Oh, oh. Genau, und da Simon, ist er angeklingelt. Simon geht runter. Simon ist angeklingelt. Ja, wir sehen es jetzt gerade. Er schnauft auch gewaltig. Und Pate versucht eine Guillotine. Und Simon muss jetzt oben landen. Wer oben landet, der gewinnt hier. Ja, jetzt ist er in einer. Jetzt hält immer noch fest. Pate hält immer noch fest. Na, wenn Simon wissen, den Van Vloet Show kennen würde, dann könnte er jetzt Pate gleich finishen. Denn das macht man normalerweise nicht. So wie Chris jetzt gerade sich hier festhält am Kopf von Simon, macht man normalerweise nicht. Das ist nervig, aber es gewinnt nichts. Ja, und jetzt ist er wieder oben. Jetzt ist die Schwerkraft wieder auf der Seite von Simon Wu. Nur die Fitness wohl nicht mehr, weil der pumpt da ganz schwer. Der macht gar keine Anstalten, jetzt die Arme noch einsetzen zu können, die braucht er, um sich abzustützen. Das wäre noch lange, 1,5 Minuten für beide. Für den einen, der gucken muss, nämlich für Simon Wu, dass er die übersteht. Trotzdem er oben auf ist. Und für Gabriel Pate, indem er gucken muss, dass er da rauskommt und den Kampf noch rumreißt. Nach Punkten? Na, glaube ich nicht. Selbst mit dieser Runde, wo er jetzt ein paar gute Aktionen hatte. Ja, wird schwierig. Auch wenn er, es könnte vielleicht auch noch auf einen Unentschieden hinauslaufen. Wenn Pate es jetzt nochmal schaffen sollte, nach oben zu kommen und nur ein bisschen Schaden zu machen, dann wäre das seine Runde, dann hätten wir einen Unentschieden. Aber Simon Wu macht das hier sehr intelligent. Und Pate, oh, Wahnsinn. Warum macht er das nicht vorher? Jetzt noch mal auf. Warum macht er das denn nicht vorher? Die ganze Zeit liegt er da und dann eine Aktion, die noch nicht einmal explosiv ist, und er dreht Simon gleich um. Und das könnte noch mal ein Unentschieden geben. Hier, Vorsicht, der Arm, der linke Arm. Armhebelgefahr. Ja, Pate könnte nochmal einen Unentschieden hier rausholen. Zehn Sekunden. Ende der zweiten Runde, Ende des Kampfes. Also wenn man danach gehen würde, wer erschöpft aus dieser Runde oder aus dem Kampf hier rausgeht, dann würde ich sagen, Pate hat gewonnen. Wenn ich mir jetzt die Kontrollzeit hier anschaue, dann muss ich sagen, Wu hat gewonnen. Deswegen glaube ich fast, es wird ein Unentschieden. Ich glaube, Simon Pate könnte damit nochmal gerade so dieses Urteil herbeigeführt haben, dass er in dieser zweiten Runde 2-3 Mal wirklich sich hat befreien können aus der Bodenposition und dass er vorhin diesen Knietreffer noch gelandet hat.
Aber wir können mal eines festhalten, das war ein Kampf von zwei Jungs, die hier beide ihr Debüt gegeben haben und die sich wirklich nichts geschenkt haben. Da fehlte, glaube ich, Gabriel Partey jetzt auch schon in den Situationen wirklich die Kraft, um nochmal richtig durchschlagen, zum Erfolg zu kommen. Denn da hat er mehrere Treffer gesetzt, aber die haben nicht gereicht, um Simon Wu da so ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wie es Tradition ist bei Wheel of MMA und das schon lange vor der offiziellen Urteilsverkündung, hätte ich ganz gerne einen Applaus für beide Kämpfer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn die Punktrichter zu den Zetteln greifen, war es immer knapp. Mit anderen Worten, wir haben zwei fast gleichwertige Kämpfer gesehen. Das heißt aber in dem Fall tatsächlich fast. Ladies and Gentlemen, mit 3:1 Richterstimmen ergeht der Sieg an Simon Wu. Und den hat er sich mit der ersten Runde gesichert. Und in der zweiten, da war er fast weg vom Fenster. Jetzt kommen wir mal zurück zu dem, was wir eingangs des Kampfes so gesagt hatten. Nervosität beim Debüt etc. Wie kann sich das auswirken? Hat Simon Wu sich vielleicht ein bisschen hinreißen lassen? Zu viel Aktion gemacht in der ersten Runde? Vielleicht, weil er ein bisschen nervös war und besonders dann da auftreten wollte? Kann sein, oder? War nicht, hat den Kampf vielleicht zu spät angenommen? War nicht richtig in Shape, wie man so schön sagt? Weiß es nicht. Aber klar, natürlich. Also es ist so, Nervosität kann natürlich sich negativ auf die... Hallo Hamburg! Sichere dir jetzt deine 15% für den 17.10.2020. Schnell und einfach auf wheelofmma.de. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dritter Kampf tickt, wir gehen wieder runter ins Federgewicht, mit anderen Worten, um Gottes Willen bloß nicht blinzeln, die Leute sind blitzeschnell. Es betritt den Cage Adam Matsuyev. Den Cage betritt Dimitri Isak. Nummer 3, 66 Kilo das Limit, 2x5 Minuten ausgemachte Distanz. Unparteiisch am Ring, Steffen Ramelow, Urgestein und Herr über die Regeln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, applaudieren Sie Adam Matsuyev und Dimitri Isak. Wahnsinnig. Second Sound, Betreuer aus dem Ring. Second Sound, please. Ring frei, Runde 1. Bisher hat uns keiner der Neulinge, der Debütanten heute enttäuscht. Die haben alle beherzt gekämpft. Schöner Takedown. Und hier geht es euch offensiv weiter. Hat das sehr gut gemacht. Also dafür, dass das ein Jahr ist. Da lässt ihn gleich wieder aufstehen. Angeklingelt. Gibt einen schweren Treffer. Und Matsuyev macht natürlich jetzt Druck. Aber hier, schön gemacht hier von Dimitri. Nochmal hier schön überspielt. Stehen geblieben. Gut gemacht. Und schon wieder die Rechte. Die trifft gut. Und der Kick erst. Und wieder super getimed. Jetzt muss er aber schauen, dass er den Kampf unten lässt. Weil ansonsten im Kampf, da wird er aufgerieben. Im Standkampf wird er aufgerieben. Hat er super gemacht. Wunderbar getimed. Schon nach 20 Sekunden hätte die ganzen Treffer nicht nehmen müssen. Er blutet stark hier aus der Nase, wie man sieht. Das waren schon ein paar harte Treffer, die er hier genommen hat. Dabei stand er gar nicht groß offen da. Aber Matsuyev, der hat schnelle Hände gezeigt und hart getroffen. Und er ist vor allem auch lang. Da geht er in die Triangle hinein. Sehr schön. Kann das schon jetzt das Kampfende sein? Wahnsinn. Sehr gut. Gutes Ground Game. Direkt in der Triangle drin. Da muss er schauen. Da muss Dimitri schauen, dass er rauskommt. Da kann er nicht versuchen mitzuschlagen. Aber hier der Arm, der linke Arm, der verschafft ihm etwas Luft. Er kann dadurch ein bisschen Platz schaffen, aber jetzt ist er genau an der falschen Seite hier drin. Isak ist richtig tief in Problemen drin. Er muss da drin bleiben. Adam muss da drin bleiben. Jetzt macht er schon fast wieder auf hier die Triangle. Ziemlich blutig hier.
saftet richtig aus der Nase. Ja, Adam muss versuchen, was er gerade eben gemacht hat. Er hat mit dem linken Arm, hat er sich hier unter die Kniekehle gehalten. Das ist genau die richtige Seite, um die Triangle zuzumachen. Er hätte nur etwas mehr Zeit gegeben. Ja, genau, das ist es jetzt hier. Das ist richtig gefährlich hier für den Guten. Aber auch da lässt er wieder los. Da lässt er wieder los. Er braucht ein bisschen, er muss ein bisschen Zeit geben. Solche Würger kommen nicht plötzlich, die kommen dann mit der Zeit. Und Dimitri will hier wieder raus. Er ist ein richtig zäher Hund. Nase blutet böse, er ist richtig tief drin in der Triangle. Jetzt geht wahrscheinlich Adam hier zum Armhebel über. Armhebel, ja, Armstreckhebel. Jetzt muss Isaac richtig aufpassen, dass er hier nicht der Armhebel reinkommt. Aber der versucht gar nicht erst rauszukommen hier. Der schlägt einfach weiter. Dimitri sagt, der bearbeitet seinen Gegner mit der rechten permanent. Oh, sehr schön. Und jetzt ist wichtig, ob Adam wieder nach oben kommen kann. Wow, das ist richtig, eine richtig harte erste Runde. Und die dauert noch an. Und jetzt bin ich gespannt. Oh, jetzt muss er aufpassen. Dimitri Isa. Von der eigenen Wucht der Schläge hat Adam Masuev da runtergezogen. Stark, Adam hier ein Problem. Der Mann vom Fit and Fight Kiel macht einen guten Kampf, landet jetzt aber unten. Aber er schlägt permanent, er bearbeitet seinen Gegner. Ja. Der Trainer sagt, gib ihm keine Pause, das macht er richtig. Der scheint richtig gute Lunge zu haben hier. Aber hier diese Körpertreffer, das ärgert Adam gar nicht. Das kümmert ihn, glaube ich, auch gar nicht. Der will nur wieder gucken, dass der Kampf eventuell, obwohl er will auch anscheinend nicht in den Stand, der will die anscheinend den Ringkampf suchen. Verwunderlich, dabei hat er doch gerade im Stand am Anfang so harte, klare Treffer gesetzt. Ja, aber vielleicht ist er auch gerade müde. Eigentlich sollte er sich vielleicht mal kurz lösen. Er ist der Längere, hat die größere Reichweite. Ja. Sind durchschnaufen, das kann nicht schaden. Hat die Hände jetzt schon unten hier, Adam. Dimitri geht immer noch weiter nach vorne. Oh, da war die Hand aber ein bisschen weit gestreckt hier, Finger ins Auge. Aber Dimitri, oh ja, stark. Dimitri macht das stark für den Debütanten. Was für eine Ausdauer. Und jetzt haut er richtig zu hier. Richtig starkes Ground and Pound. Und Adam muss ja aufpassen, dass der Kampf nicht gleich abgebrochen wird. Keine intelligente Verteidigung. Hier, Dimitri steigt in den Rücken hinein, stretcht ihn aus, Backmount-Position und sucht hier den Würger, Mount-Position. Ja, Matsuev rutscht raus, dreht sich raus. Stark, richtig stark, der hat richtig Bock darauf. Auf die Nase und keine intelligente Verteidigung hier. Adams wird gleich abgebrochen, wird abgebrochen, wird abgebrochen. Er kriegt schon die Aufforderung. Das war's jetzt. Und Schluss. Wow. 30 Sekunden vor dem Ende. Wow, guckt euch das Auge an von Dimitri, schon richtig zugeschwollen. Wahnsinn, was für ein Kämpferherz, selten so Kämpferherz gesehen hier. Wow, vor allem für einen Debütanten. Wahnsinn, dass er überhaupt noch so eine lange Nase hat für einen Kickboxer. Aber man müsste meinen, dass sie schon Matsch geschlagen wäre. Ja, er hat ja erst in diesem Jahr begonnen und er hat ja gleich richtig Treffer nehmen müssen. Da sah ja alles aus nach einer klaren Sache für Adam Masuev. Ja, mit diesen Treffern, mit diesen Fausttreffern. Ja, aber Dimitri hat sich nicht unterkriegen lassen. Er hat hier zugemacht, hat gesehen, dass es brenzlig wurde und hat immer wunderbar abgetimt die Takedowns. Boah, schön jetzt. Körper und Kopf, beide Treffer von Masuev. In dieser Phase Isaac überhaupt nicht drin im Kampf. Ja, gar nicht. Und dann aber hier schön gewendet, hat er stark gemacht. Der ist da dran geblieben. Wie ein Kampfhund. Er hat sich festgebissen, hat sich richtig in den Kampf reingearbeitet. Ja, und das hat er wunderbar gelöst hier. Starke Leistung vom Mann aus Kiel. Und das trotz Nasenbluten, das wirkt sich wie aus. Dieses Nasenbluten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, beide Kämpfer haben wieder klare Bilder. Die Ohren sind auch Luten wieder auf. Es wäre jetzt die richtige Zeit für einen großen Applaus. Für beide Kämpfer, Adam Masuev und Dimitri Isak. Manche Leute kriegen einen kleinen Knick, wenn sie Blut sehen. Vor allem, wenn sie sehen, dass es ihr eigenes Blut ist. Und aber da muss man auch erst einmal drüber kommen. Das erstmal wegstecken. So, okay, ich blute, ich bin im Hintertreffen. Das ist es nämlich. Die richtigen Kämpfernaturen sind die hinten liegen. Es steht schon 2-0 für den Gegner. Und jetzt dann nochmal wieder zu meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben einen Referee-Stoppage. Erste Runde 4:26 sind vergangen. Runde dafür war ein heftiges Ground on Pound. Den Sieg fährt der Mann aus Kiel ein, Dimitri Isak.
Ja, da sind größere Reinigungsarbeiten gerade zu tätigen im Cage. Wirkt sich das Bluten denn wirklich nachteilig aus für den Kämpfer? Verliert er dadurch viel Energie? Aber natürlich, ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zu Kampf Nummer 4. Wir behalten den Rhythmus mal bei. 70 Kilo ist das nächste, was wir sehen. Ein Fight im Leichtgewicht. Ihr Applaus bitte für Safer Naginov. Meine sehr verehrten Damen und Herren, den Cage betritt Assad Shamilov. Gerte steht hinter mir, unparteiisch am Ring, Herr über das Regelwerk. Geht das Ding über die Distanz in 2x5 Minuten? Wenn es so weitergeht wie bisher, dann eben auch nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr Applaus. Safer Naginov und Assad Shamilov. So, bevor es gleich richtig Säure geht, ganz kurz, Sascha. Amateur-MMA, Profi-MMA, unterscheidet sich worin genau? Du meinst jetzt bezüglich des Regelwerkes? Regelwerk, wahrscheinlich auch Rundenlänge, nehme ich an. Ja, also die Rundenlänge ist in den bei den Profikämpfen in der Regel 5 Minuten. Zwei oder drei Runden, normalerweise drei Runden. Und es sind Schläge, zum Seconds out, Betreuer aus dem Ring, Seconds out, please. Ringfrei, Runde 1. Erlaubt am Boden. Und das sind im Grunde die Regeln, also die Unified Rules of MMA, die man sich so quasi geeinigt hat. Also es gibt zwei Weltverbände oder einen Weltverband mittlerweile, der das Ganze so sanktioniert. Und die haben sich auf diese Regeln mehr oder weniger geeinigt. Also im Amateur-MMA sind dann die Runden 2, 3, manchmal auch 4 Minuten lang. Obwohl ich dann sagen muss, wenn man 4 Minuten macht, dann kann man ja gleich 5 Minuten machen. Also ich habe auch schon, es ist etwas schwammig hier in Deutschland, es gibt einige Veranstalter, die haben 4-Minuten-Runden und dann ist aber auch Ground and Pound mit dabei und dann denkt man so, okay, was ist das jetzt, ist das jetzt Pro, Semi-Pro und so weiter. Tatsächlich liegt es auch zum Teil daran, oh, schöner Schlagabtausch hier, Shamilov überbrückt die Distanz und bringt Naginov hier am Käfig in Bedrängnis. Ja, der hat viel geklatscht hier, der Schlag, ne? Aber der hat nicht hart, ja, wohl, der hat schon, man sieht den Fußabdruck am Bauch. Und Shamilov geht hier hinterher, jetzt sehr aggressiv. Ein Orkan kommt er da. Ja, Naginov wird richtig überrannt. Hat hier die Kontrolle von hinten. High-Kick ist da, sagt die Ecke. Wenn Naginov sich rausdreht, kann Shamilov hier einen High-Kick bringen. Und jetzt fehlt allerdings ein bisschen die Möglichkeit dazu. War sehr explosiv, wie Assad Shamilov da über seinen Gegner wirklich herfiel. Ist die Frage, wie lange das jetzt aufrechterhalten kann. Wir haben es vorhin schon gesehen hier, als Simon Wu und Gabriel Pate gegeneinander gekämpft haben, dass das nicht lange gut ging. Oh, Rear Naked Choke Ansatz. Ja, von Assad. Löst er selber. Oh, schöner Wurf, auch hier zum Gesicht, hat man jetzt fast gar nicht gesehen, aber der Wurf hier, Zafer ist hier zum Teil aufs Gesicht gefallen, solche Würfe können auch dazu benutzt werden, jemanden K.O. zu schlagen. Wenn jemand schön seitlich hinfällt, kann das auch eine wunderbare Schlagwirkung sein. Ja, Assad Shamilov, der hat in seiner Kindheit, hat er erzählt, da war er beim Judo, hat er nie Kämpfe ausgetragen, hat einfach nur trainiert, irgendwann hat er es dann gelassen. Ja, Judo ist ein wunderbarer Sport, den man in jungen Jahren starten kann. Viele Leute klagen dann eben über Knieverletzungen, aber es ist eine ganz solide Basis. Es ist eine Kampfsportart, die viel mit Traditionen eben arbeitet, die auch olympisch ist. Und die vor allem auch hier in Deutschland einen sehr guten Verband hat. Ein ringerisches Duell hier gerade. Shamilov dominiert Naginov durch sein Ringen. Oh ja, Knie zum Kopf sind aus der Position die natürlich erlaubt. Er hält ihn fest. 2 Minuten noch in dieser Runde. Oh, schönes Knie. Das ist sehr intelligent gemacht hier. Shamilov sieht hier die Lücke. Boom, wirft ihn wieder. Das hat er wieder auf den Kopf geknallt, falls wir das zu Hause gesehen haben. Safer Naginov, der sieht jetzt wirklich nicht gut aus.
Naja, er kann hier nicht sehr viel machen. Schönes Knie zum Körper hier. Schamilov probiert hier sehr viel. Das gefällt mir. Und jetzt steigt er in die Mountposition hinein. Macht er gut. Und Nerginov trägt die ganze Zeit das Gewicht seines Gegners. Rear Naked Choke, das war's. Wow. Schöner Tapout hier von Schamilov. Der sich hier richtig freut über seinen Sieg. Und den er sich ganz klar verdient hat. Er war der bessere Mann, er war der aktivere Mann. Da gibt es gar kein anderes Herangehen. Und Safa Nerginov, der wirkte so, ja, so ein bisschen unentschlossen, so richtig kam er nicht klar. Hatte nie so eine richtige Idee, so einen Ansatz, was er dagegen halten sollte. Ja, wurde auch einfach überrannt von seinem Gegner hier. So, und Asad Shamilov, der hatte sowohl mit der Faust als auch mit den Füßen dann Treffer. Und sobald dann auch Safa Nerginov am Boden war, oder auch ja, wie hier aus dem Stand. Da ist er hier auch nochmal an die Seite geknallt, da sieht man es ja. Als das Ganze zu Boden gebracht wurde, der hatte nicht so den Moment, dass er da nochmal groß sich aufbäumte. Der verdient einen heftigen Applaus, oder? Okay. Hatte die Hoheit in allen Bereichen. Ringen, Bodenkampf und Striking. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, 3 Minuten 35 waren vergangen in der ersten Runde. Danach hatten wir einen Referee Stoppage durch Tap-Out. Grund dafür war ein Rear Naked Choke. Der Mann vom Combat Club macht den Deckel drauf. Der Sieg geht nach Köln an Asad Shamilov. Schon der zweite Sieg heute Abend für den Combat Club Cologne. Gibt es da so Kampfsportschulen intern auch mal so ein kleines Ranking oder so ein bisschen auch, ja, wo sie sich dann gegenseitig ein bisschen hochschießen und sagen, komm, wenn wir heute Abend mit 4 Kämpfern da sind, wir haben ja von einigen Kampfschulen heute 3, 4 Kämpfer an einem Einsatz. Mhm. Dass da auch so ein bisschen geguckt wird, welche Schule kriegt mehr Siege. Ja, natürlich. Ne? Konkurrenzkampf ist ja immer ganz gesund. Man vergleicht natürlich, man sieht natürlich, was machen die, was macht man selber und so weiter. Ne? Was haben die, was haben diese Leute so für einen Stil? Wie ist deren Ausbeute? Machen die irgendwas Neues? Machen die irgendwas bestimmt besonders gut? Oder sind sie irgendwo stehen geblieben und so weiter? Ne? Ja, es ist schon so, der Combat Club, man sieht schon, auch bei den Veranstaltungen von Wheel of MMA, die sind schon meistens so dann... Oh, harter Schlag, Nase ist durch. Der Gürtel wird übergeben von Mr. Grinnell, Ambassador und Freunde der Veranstaltung. Das war gerade der US-Botschafter in Deutschland. Eine sehr, sehr inspirierende Story hier von der Big War Pool. Liebe Zuschauer, lasst euch nicht sagen, ihr könnt nicht, ihr werdet nicht. Ihr müsst einfach nur fest an euch glauben, dann ist alles möglich. Der alte und neue Titelträger steht vor Ihnen. Dustin Stolzfuß. Dafür geht man auf die Knie, Alter. Dafür geht man auf die Knie. Und sie sagt ja. Sie sieht natürlich noch ein bisschen geschockt aus, lieber Ezra, aber zu freuen scheint sie sich zumindest. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir nähern uns dem ersten halben Dutzend, aber einen davor haben wir noch. Hamburger Jung betritt den Cage. Telly Tels Giallo! Ja, Telly Tels Giallo. Meine Damen und Herren, in die blaue Ecke rufe ich Adnan Omar. Wir erreichen die vorläufig höchste Gewichtsklasse mit Gewicht 84 Kilo. Das Limit 2x5 Minuten sind die Distanz. Rufin Schraubstock. Steffen Ramlo übernimmt das Ruder und ich bitte um einen lauten Applaus für Adnan Omar und Telly Tels Giallo. So, das hatten wir heute schon mal, so eine Paarung, gell? Einer groß, lang, lange Arme, der andere kleiner, kompakter. Seconds out, Betreuer aus dem Ring. Ring frei, Runde 1, First Round. Obwohl Telly ein Rapper ist, hat er absolut keine irgendwelche arroganten Züge oder sowas. Das schauen wir natürlich jetzt mal, wie er kämpft damit, aber war ein sehr aufgeschlossener junger Mann. Jetzt bin ich mal gespannt darauf, was er hier in den Käfig hineinbringt.
Ah, Low Kick. Das merkt er, das schmeckt dem Adner nicht so sehr. Er hat auch das Bein sehr weit vorne hier, sehr exponiert. Aber vielleicht will er ihn dadurch gerade auch anlocken. Telly fühlt sich auf jeden Fall wohl hier im Stand. Und Adnan sucht sofort den Clinch. Drückt ihn hier gegen den Käfig hier vor uns. Telly versucht oben stehen zu bleiben. Schönes Knie, gut getroffen. Gut getroffen. Aber er muss sich hier aus den Schraubstockzwängen hier von Adnan befreien, wenn er den Kampf gewinnen will, wenn er den Kampf oben im Stand halten will. Telly bringt hier den Kopf schön, bringt hier den Kopf als Abstandsmesser rein. Genau. Wieder das Knie am Kopf von Adnan Omar. Und Telly Tetz, der seit 2009 ja schon Stand-Up-Sachen trainiert, also der wird wohl versuchen, im Stand zu bleiben. Schön das Knie zum Körper gezogen, sehr ungewöhnliche Position. Beide stehen hier quasi fast mit dem Rücken an der Wand. Es gibt jetzt hier gerade keinen, der jetzt den anderen irgendwie, ja, wohl Telly etwas mehr, den Adnan. Telly ist hier gut eingestellt auf Adnan, muss man sagen. Er nullifiziert sein Game hier. Und der Referee möchte hier etwas mehr Action sehen. Hallo. Und stopp. Ja, Telly macht das klug hier. Man sieht ein bisschen, der Adnan wirkt etwas im Blick etwas verzweifelt. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt tatsächlich so ist, aber Telly schiebt ihn hier immer mehr gegen den Käfig. Low Kick, KFG, oh, schöne Rechte hat getroffen. Ja, du hast schon recht hier. Telly hier, der Mann mit dem längeren Arm, hält ihn hier auf Distanz, macht er gut. Ja, und Adnan Omar, der stürmt dann so nach vorn, ohne irgendwelche Deckung. Der will nur ran an den Mann, der will die Distanz überwinden. Vielleicht dann eben dazu übergehen, dass er in den Bodenkampf kommen kann, um seine Ringerqualitäten auszuspielen. Telly hat so fast einen Drunken Style hier. Ja, der pendelt so ein bisschen vor und zurück im Oberkörper. Ja, versucht der Adnan etwas zu locken wohl. Ja, Adnan Omar, der lässt immer mal wieder einen Kick zum Kopf mal aufblitzen. Ja, diese Einzelaktionen sind sehr schwer durchzubringen. Die sieht man ja vor allem von so weit. Oh, da schöne Rechte. Wieder dieses Ranstürmen. Ja. Wenn er das noch ein bisschen besser vorbereiten würde mit Händen. Oh, schön. Oh, Knie jetzt auch hier von Adnan. Das hat auch vorher getroffen mit der rechten, dann mit dem Knie. Und Telly Tetz kontert mit der linken zum Kopf. Aber er lässt die Arme ziemlich tief hängen. Eigentlich müsste er mehr draus machen aus diesem Vorteil, dass er größer, dass er länger ist. Ja, ein bisschen mehr die Hände hier. Also beide verharren hier fast so ein bisschen. Telly merkt, dass hier diese Low-Kicks und Calf-Kicks, also er versucht zum Teil auch hier zur Wade zu treten. Man sieht es jetzt auch hier schon ein bisschen an der Rötung von Adnan. Das sind noch fast so die sichersten Aktionen hier. Die können schwer abgekontert werden von Adnan, wenn er schnell genug ist und Adnan es nicht gewohnt ist, hier diese Kicks hier zu checken. Ja, da sieht man es wieder, der hat direkt getroffen. Und jetzt hat er aber den Clinch geholt, der Adnan. 1:20. Jetzt muss er was draus machen. Den Takedown. Aber Telly hat hier schön jetzt die Beine hier zwischen... Das Bein hier geschnappt. Und Adnan probiert sich hier hinfallen zu lassen. Schleuderabbrecher. Oh, nee, nicht ganz. Sorry, falsche Benennung der Technik. Aber jetzt versucht er den Single Leg, hält sich fest am Käfig. Das darf Telly nicht machen. Aber jetzt 1 Minute ist schwierig, jetzt hier noch Schaden anzurichten. Außer Adnan holt jetzt hier nochmal ein Feuerwerk raus. Telly ist in meinen Augen, liegt er bis jetzt vorne. Er hat ein paar mehr Treffer mit der Faust erzielt. Er kämpft smarter. Er kämpft jetzt nicht bahnbrechend effektiv, aber er kämpft smarter. Auch jetzt hier und unterbindet er einfach das Game von Adnan. Und Adnan lässt sich diese Trägheit aber auch ein bisschen aufzwingen wäre ein Wort, genau. Das es vielleicht ganz gut trifft. Ja. Er entwickelt nichts, er entwickelt keine eigene Aktion. Er ist einfach nur oben drauf. Ja, das ist zwar ganz gut für die Kontrolle, aber der Schiedsrichter wird dir jetzt demnächst wahrscheinlich auch den Kampf nach oben bringen. Und jetzt war fast 1 Minute da und geht er nochmal zu einem Fußhebel die letzten 20 Sekunden. Versucht. Ja, 6 Sekunden, aber er hat nicht den Platz, um sich hier richtig zu strecken. Und Telly fühlt sich hier relativ sicher. Der gerade Fußhebel. Der lässt die Zeit runter ticken, der weiß, die Runde ist gleich aus. Ende der ersten Runde. Das war die Runde für Telly.
knapp, aber man muss die Telle geben. Er hat im Stand die besseren Treffer gesetzt. Er hat unterbunden, was Adnan an ihm anrichten wollte. Ja, der Schützling von der BQ Afur. Ja, aber sie wirken beide schon ein bisschen belastet. Wobei hier der Blick, was ist vorhin angesprochen bei Adnan Omar, ich glaube, der hat einfach so durch diese dunklen Augen, das wirkt alles so ein bisschen, immer so ein bisschen müde. Man könnte sagen, so ein bisschen so Sleeping Adnan. So. Mm. Seconds out, Betreuer aus dem Ring, Seconds out, das please. Ist bei den Kämpfern ja oft so, die mit der Herkunft beide zu Syrien, seconds out, please. Tadschikistan, Ladies and gentlemen, etc. kommen, die sie haben diesen dunklen Turn, diese dunklen Haare, diese dunklen braunen, fast schwarzen Augen manchmal. Ringfrei zur zweiten Runde, Second Round. So, wer ergreift zuerst die Initiative in der zweiten Runde? Lauern beide. Und bei der langen Telly, der macht wenig. Schaut lang. Adnan versucht immer mit so einem Kicks mehr, glaube ich, um sich Telly vom Leib zu halten. Ja. Ist, dass er wirklich ernsthaft versucht, dann Treffer zu erzielen. Er lässt sich hier an den Käfig stellen. Das ist auch nicht sehr klug. Und da kann er natürlich auch mal entladen hier. Und der trifft, da rennt er richtig zurück. Das ist so richtig so, du hast mich getreten. Jetzt will ich dich zurückschlagen, so nach dem Motto. Da fehlt ihm etwas die Übersicht. Und da stürmt er dann nach vorne. Telly könnte auch etwas mehr mit Finten arbeiten. Könnte auch etwas mehr ein bisschen mit seinem Jab arbeiten. Da ist es schon recht, Daniel. Und ihn einfach ein bisschen mehr unter Druck zu setzen. Beide warten hier zu sehr ab voreinander. Und da wird es wahrscheinlich gleich auch wieder ein Low-Kick oder ein Calf-Kick kommen. Da. Da ist er. Adnan aber sehr gut rübergegangen. Und jetzt ist Telly am Boden. Und oben. Und ich höre jetzt das Wort Triangle aus der Ecke von Adnan. Telly passiert jetzt hier aber die Guard. Wir sind in der Halfguard schon fast durch. Adnan hält hier nicht mal mit den Beinen irgendwie groß zusammen. Oh, ich glaube, das wird jetzt ziemlich böse hier für Adnan. Der scheint hier nicht wirklich zu wissen, wo er jetzt gerade sich befindet. Aber beide atmen da schon relativ schwer. Die brauchen gerade eine Pause, um sich selber ein bisschen zu finden. Wenn Telly das hier intelligent macht, oh, schade. Die Position hat er sich ganz schön billig abkaufen lassen gerade wieder. Ja, das dachte ich auch gerade. Man muss sich immer vorstellen, wenn man auf der Mount sitzt von jemandem, das ist wie ein Freistoß eigentlich. Wenn man das mit dem Fußball gleichsetzen würde, das ist wie ein Freistoß. So, Adnan macht er weiter, immer wieder einzelne Kicks. Die sind relativ kraftlos, die haben auch kaum Tempo. Da passiert gar nichts, also die richten nichts an. Telly atmet schon relativ schwer. Beobachtet zwar sehr genau und versucht dann mit so einem Einzelschlag durchzudringen. Der war jetzt mal drin. Na, beide werden aufgefordert jeweils von ihren Trainern, dass sie mal sowas machen sollen, dass wir was zeigen müssen hier. Und diese Low-Kicks und Calf-Kicks hier. Adnan wechselt sogar schon die Auslage. Der hat keinen Bock mehr, diese Kicks zu nehmen. Das ist auch deutlich zu sehen gewesen. Unten links an der Wade, da waren mehrere rote Stellen. Oder er will vielleicht sein eigenes linkes Bein weit ziehen zu einem Kick. Ich glaube, Adnan will gar nicht mehr kämpfen hier. Der will nur noch unbeschadet hier rauskommen gerade. Das Oberwasser kann Telly natürlich, wenn er den Kampf vorzeitig beenden will. Jetzt bearbeitet er das linke Bein. Ah, sie machen beide so gut wie nichts.
Ich glaube, bei beiden fehlt nämlich hier wirklich jetzt die Kondition. Und Adnan Omar, der startet gar nicht mehr, so ein explosives nach vorne hineinstürmen in den Gegner. Der guckt, versucht eher wegzubleiben. Und Telly, der hält jetzt wirklich die Distanz, aber eisern ein, um auch keine Gefahr zu laufen, noch was hier abzukriegen. Vielleicht wehnt er sich leicht im Vorteil nach Punkten. Jetzt ist noch eine halbe Minute. Und entweder gibt es noch den Endspurt von einem von beiden oder das tickert hier so langsam vor sich runter. Und danach sieht es im Augenblick auch aus. Jetzt kommen wir mal, Adnan, der nimmt schon die Doppeldeckung hoch. Der will hier keine größeren Treffer mehr kassieren. Da kommt Telly Tels durch. Naja, die Runde, die wird er sich jetzt auch noch holen und das dürfte dann zum Sieg reichen. Ende der zweiten Runde, Ende des Kampfes. Und das wird wohl an Telly Tels Diallo gehen. Da hat Adnan einfach zu wenig gemacht. Hat sich zu sehr einschüchtern lassen, wurde viel getroffen hier an der Wade bzw. am Oberschenkel. Aber um in der Sprache des Musikers zu bleiben, bei Telly Tels Diallo, dem Rapper aus Hamburg, ein Hit war es nicht. Ja, hat sehr klug gekämpft, hat Adnan seine Waffen weggenommen. Boom, der hat sie immer nach vorne geprescht. Wollte sich den Gegner schnappen hier. Er ist richtig losgesprintet. Zum Teil. Oh. Ja, die Erfahrung. Oh, schöner Aufwärtshaken. So, Beifall für beide. Für Adnan Omar aus Berlin. Und Telly Tels Diallo aus Hamburg. Die Judges hatten zu tun. Einer sah den Kampf unentschieden. Zwei hingegen entschieden sich. Und zwar für den Mann aus Hamburg, Telly Tels Diallo. Wäre mal interessant, ob er da vielleicht mal irgendwann einen Song zu macht oder vielleicht sogar schon gemacht hat. Ich muss ehrlich sagen, das hat sicherlich auch Altersgründe. Ich kannte ihn bevorher überhaupt nicht, weder als Musiker noch als Kämpfer. Werde aber mal heute Abend dann noch, wenn hier die Veranstaltung rum ist, dann werde ich noch mal ein bisschen online gehen und mal schauen, ob er da irgendwo was hat, wo ich mal reinhören kann. Oh ja. Und ob es was ist, was ich auch meinen Kindern vorspielen kann. Oder wenn er schon selber sagt, seine Musik wird hier nicht gespielt, die dürfte hier nicht gespielt werden. Ob es vielleicht ganz andere Gründe hat als nur rechtliche. Ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. So, wir gehen jetzt in den letzten Kampf vor der Pause. Boom! Ah! Champion des Weltergewichtes, Adrian Zeitner! Das Schwert des Sachsenlandes, Marcel Quietsch. Marcel Quietsch, diesmal gehst du unter. Komm und hol ihn dir. Das war. Leute, da kommt eine abartige Schlacht auf euch zu. Freut euch drauf, ich tu's. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kampf Nummer 6, einen haben wir noch, dann geht's in die Pause, aber einen haben wir noch. Ihr Applaus bitte für Sohrab Tahiri. So, den Titel, wenn er denn mal irgendwie vergeben werden sollte für den Kämpfer mit der
längsten Bart Tolle. Ja, da dürfte Sora Tahedi auf jeden Fall ganz, ganz vorn mitmischen. Ja, wir haben noch einen anderen Kandidaten hier. Oh ja, heute. Später. Ja, Ali weiß schon. Der. Oh ja, ja. Der bringt auch noch mit. Und der bringt noch Locken Tolle. Meine Damen und Herren, beim Einwiegen 77 Kilo und Weltergewichtler, so gehört sich das als Profi. Sein Zuhause Central Fight Club. Der Mann kommt aus der schönen Hansestadt Hamburg. Sora Tahedi. Ich rufe in den Cage Wladimir Radic. Auch wieder. Minuten ausgemacht. Sora Tahedi. Gerd hält die Augen drauf, damit alles mit seinen ersten Kampf bestreitet. Und ich wünsche viel Profis. Spaß beim Duell der beiden Hamburger. Haben wir schon einige Debütanten gesehen und die haben uns bisher alle nicht enttäuscht. Die haben ordentlich was gezeigt. Tahedi, ganze 4,5 Kilo schwerer als sein Kontrahent. Das kann natürlich auch entscheidend sein hier, wenn die beiden hier sich auch auf ein ringerisches Duell einlassen. Ja. Schweren Männer haben dann meistens auch die besseren Karten. Und Tahedi schwerer und größer. Gute 8 cm. Mal schauen, was da so Betreuer aus dem Ring, sich ja jeder so für eine Marschrunde zurechtgelegt hat. Neil deGrasse Tyson, der weltberühmte Physiker, hat mal gesagt, in nature size wins. Das heißt, wenn in der Natur zwei Tiere gegeneinander kämpfen, dann gewinnt meistens das größere Tier. Aber die Ansicht teile ich nicht so sehr. Also er hat es auch selber ein bisschen revidiert. Er hat gemeint, ja, außer eine der Tiere hat halt eben etwas, wow, ein Mittel wie zum Beispiel Gift oder so, dass die andere, das andere Tier direkt zerstören kann eben. Ne? Direkt oder, töten kann. Oder einer agiert giftig, wie Wladimir, ja, Radic. Genau, ja? Hat hier etwas, hat hier ein Argument, eine Trumpfkarte, die ihn fertig macht. Und das ist hier vielleicht das Ringen von Radic, der direkt reinshootet und Tahedi hier gegen den Käfig gedrückt hat. Geht sehr aggressiv nach vorne, Hammerfist. Boom, das sind harte Treffer jetzt hier. Nach einer Minute. Ja, Sorab Tahedi, der muss wirklich aufpassen, dass er hier nicht gleich so viele Treffer bekommt. Ja, und Radic muss aufpassen, dass er sich hier nicht, dass er sich hier zu sehr verausgabt. Hier. Die Ecke von Radic schreit hier rein, der am Boden kann er nichts. Triff ihn mit dem Knochen. Klingt nicht sehr sportlich, solche Anweisungen wie, der kann nichts. Bisschen despektierlich, beziehungsweise triff ihn mit dem Knochen. Was meint er, wenn er sagt, triff ihn mit dem Knochen? Ehrlich gesagt, ich kann es nicht so genau sagen, weil ich weiß jetzt nicht, welcher Knochen jetzt hier gemeint ist. Wenn er jetzt mit dem Ellbogen zum Körper schlagen will, ja, dann schon, aber jetzt mit den Händen. Man kann die Hände, man sieht, ich zeige es gerade meinem Kollegen. Er kann die Hand, ne, ja, wie die Faust wie einen Hammer im Prinzip ja einsetzen. Kann er einsetzen, ja, aber er kann auch mit der Innenhand schlagen. Das heißt so quasi mit der geschlossenen Handfläche. Und dadurch kann er ein bisschen mit dem Knochen treffen. Die Diaz-Brüder machen das zum Beispiel sehr gerne. Radic steigt hier raus zur Cross-Position. Und geht jetzt hier zu einem Paintbrush, will hier den Arm isolieren und da zu einem Hebel gehen. Das ist gefährlich hier. Das ist ein Schulterhebel. Er dominiert hier gerade von vorne bis hinten. 2,5 Minuten ist der Kampf jetzt alt. Und Tahedi, der wird da ganz schön aufgerieben am Boden. Ja, wird richtig aufgerieben. Er muss gucken, dass er hier irgendwie wieder hochkommt. Aber da müsste er ein bisschen mehr Druck auch selber erzeugen. Da müsste er jetzt genau sich versuchen rauszustemmen oder rauszudrehen wenigstens. Weil mit den Armen kann er ihn nicht wegschieben. Das schafft er nicht. Oh. Und er trifft und trifft und trifft und bearbeitet dort seinen Gegner Wladimir Radic. Also Vlado ist hier on fire. Oh ja, kurze Fixposition. So, und Gerd Richter, der geht schon ganz nah ran. Der guckt, ob da überhaupt noch richtig was da ist. Ja, da an ist Verteidigung. Schon, aber das ist halt eine miese Position, ja, hier. Es werden auch ein paar Schläge zum Hinterkopf rausgeteilt. Da muss er ein bisschen aufpassen. Wenn jetzt Ellbogen hier erlaubt wären, dann wäre das natürlich richtig, richtig mies hier. Oh, jetzt haut er hier mit dem Ellbogen zum Körper. Ja, Radic macht das schon gut. Ja, Tahedi ist jetzt hier rechts im Underhook drin. Und er kann hier hinten in dem... Ah, schade. Möglichkeit zum Escape ist weg. Tahedi... Nee, das sieht ganz, ganz böse aus. Tahedi ist aber schräg hier. Tahedi ist schräg hier, kann oben landen. Jetzt kann er oben landen. Jetzt bin ich mal gespannt.
Schafft er. Oh, der wirkt kraftlos. Der wirkt richtig, ja, richtig, ja, mitgenommen. Das ist das Gift, das Radic ihm hier gerade initiiert hat und ihn richtig müde gemacht damit. Nur eine Minute noch. Und Radic hat hier bisher alles richtig gemacht. Hat so viele Schläge ausgeteilt. Ich glaube, wenn der jetzt noch ein paar Treffer landet, dann könnte er vielleicht sogar das vorzeitige Ende herbeiführen. Er muss gucken, dass er die Position jetzt hält. Da ist aber auch keine kraftvolle Arbeit zu sehen von Tahiri. Der versucht mit seinen Armen, seinen Gegner sich vom Hals zu schaffen. Oh nein, da legt er sich geradewegs wieder hin. Er ist gerade oben gelandet und legt er sich geradewegs wieder hin. Das ist... Ja, da kommt die Ansage Hammerfest. Das sind so diese Schläge, vielleicht was vorhin gemeint war mit dem Knochentrimmen. Also gar nicht mit dieser klassischen Schlagfläche vom Boxen vorne. Und jetzt zieht er zu. Das ist nichts. Also wenn er aus der Position tappt, er landet jetzt wieder in der Mauernposition. Und hier, Radic macht schon Fehler und Tahiri setzt sich jetzt gleich wahrscheinlich wieder. Nein, diesmal nicht. Jetzt kommt er jetzt mal wieder zurück. Jetzt will er zeigen, dass er noch da ist. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie beide in die zweite Runde kommen werden. Hat Radic sich ausgepowert? Tahiri setzt Ende sich der ersten Runde. Tahiri setzt sich viel zu schnell immer wieder auf den Rücken. Aber ich muss sagen, Radic scheint auch nicht mehr so ganz fit zu sein. Da steht er nicht mal auf hier. Er hat viel gearbeitet. Er muss hier hochgehoben werden von seinen Teamkollegen. Ja, der hat viel gearbeitet in dieser Runde. Der hat viel Energie verbraucht. Oh, da shootet er richtig explosiv hinein. Hat er schön gemacht. Also die Runde geht ganz klar an Wladimir Radic. Alles andere wäre ein Teufelswerk. Ja, das sehe ich genauso. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, wie beide... Na, Radic kann hier noch nicht mal stehen. Siehst du das? Er hockt direkt vor uns. Er lehnt sich auch hinten. Seconds out, Betreuer aus dem Ring. Seconds out, please. Ans Gitter und jetzt mal gucken. Er muss ja jetzt auf jeden Fall aufstehen. Er kann den Kampf ja nicht sitzend beginnen. Ja. Ja, der hat viel Energie verloren. Nur, wie gesagt, zwischendurch sah er auch Shodak Tahiri so aus, als wenn er kaum noch Kraft hat, überhaupt die Arme zu heben. Frei zur zweiten Runde, Second Round. Es wird so entscheidend sein, ob Tahiri jetzt im Stand bleiben kann. Ob er es jetzt schaffen kann, im Stand zu bleiben. Also am Boden wirkt er chancenlos. Ja, er hat sich schon ein, zwei Mal nach oben rausgedreht, aber hat sich dann gleich wieder auf den Hintern gesetzt. Und das ist natürlich fatal. Aber ich glaube, ja, wird direkt shooten. Und Tahiri legt sich wieder hin. Ja. Radic geht direkt in die Cross-Position rein. Der ganze Vorteil, den er jetzt hatte, aus der Pause heraus, ist jetzt geradewegs wieder weg. Er ist ja der fittere Mann, Tahiri, hier. Aber Radic hat es jetzt hinbekommen, ihn gleich wieder auf den Boden zu legen. Und hier wird der Kampf, denke ich mal, auch irgendwann beendet werden hier. Mauernposition. Bin gespannt, ob er nochmal so anfängt, den Gegner zu bearbeiten, weil die Power, nochmal so viele Schläge überhaupt loszuwerden, die hat er einfach nicht mehr. Da ist Radic auch schon sehr müde für. So, und Tahiri, der muss einfach jetzt was tun. Ich weiß nicht, was er fordert, ob er eine Idee hat, aus der Rückenlage einen Kampf zu führen. Und kommt jetzt nach oben. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss er nach Öster. Aber die Beine sind zu weit vorne. Da sollte mal... Ah, Gott, naja. Ich glaube eher, dass die Beine schon so ein bisschen weich sind, sozusagen. Nee, die setzt er ja gar nicht Tahiri, ein. Das ist das Problem. Er setzt die Beine gar nicht ein, der Tahiri. Und Radic versucht da den linken Arm von Tahiri erstmal zu isolieren. Ist er eben rausgerutscht. Ja, das war schon mehr ein Wischerrad als ein Schlag von Wladimir Radic. Aber da kommt nicht mehr allzu viel. So, jetzt kommt die Aufforderung in Action. Also die schleppen sich eher beide hier müde und abgekämpft dem Rundenende entgegen. Dem Runden- und dem Kampfende, ja.
Minuten. Alter, komm! Schlag ein bisschen mehr, schlag ein bisschen mehr. Und Tahiri, der hat einfach auch nicht die Fitness hier, da noch ein Feuerwerk abzubrennen. Tahiri kommt immer wieder nach oben, aber dann legt er sich wieder hin. Da kann er es auch gleich lassen. Da kann er es auch gleich lassen. Das ist vom, ja, das sind große Lücken hier in seinem technischen Repertoire oder in dem Verständnis davon, was man überhaupt zu machen hat. Das ist für beide der erste Kampf. Der erste Kampf, den sie austragen. Und da werden sie viel lernen und viel draus vor allen Dingen mitnehmen aus so einem Kampf. Im Augenblick entwickelt sich es eher zu einem Gewurstel. Ja, das sind alles keine Schläge mehr, die beide austeilen. Das ist mehr ein Antippen des Gegners. Ja, ich höre aus der Ecke von Tahiri keine einzige Anweisung. Das ist völlig Stille. Absolut gar nichts. Ich höre absolut gar nichts. Ja, sein Trainer David Mareiner, der schaut auch richtig irritiert. Jetzt ruft er mal. Jetzt hat er mal die Stimme erhoben. Tahiri wird gleich wieder gedreht. Pass auf, wird gleich wieder gedreht. Er wird gleich wieder gedreht. Was macht er hier? Er legt sich selbst freiwillig auf den Rücken in die für ihn schlechteste Position. Ja. Das war. Jetzt kommt die Aufforderung auseinander. Die tun sich ja schon beide schwer, überhaupt noch in den Stand zu kommen. Ich sehe das, die wollen beide. Das zeigt aber auch mal wirklich den Zuschauern, die jetzt hier nicht in der Halle sind, sondern die es rein am Bildschirm auch verfolgen. Und gleich wieder und wieder. Wie viel Kraft, wie viel Energie das kostet. Jetzt sieht man im Hintergrund die Ecke hier von Wladimir Radic. Ja, die wissen, der Kampf, den holt ihr Mann. Der kann sich sogar da jetzt noch ganz in Ruhe halten lassen. Tahiri will hier irgendwie auf die Guillotine, aber da ist keine Kraft da, keine Power da. Und da lässt er sich wieder schmeißen. Oh Mann. Und das war das Ende dieses sehr zähen Kampfs. Ende der zweiten Runde, Ende des Kampfes. Ein Kampf, den Wladimir Radic für sich entscheiden wird. Alles andere wäre verwunderlich, denn er war in der ersten Runde auf jeden Fall der Aktivere, der seinen Gegner arg zugesetzt hat. Er hat dabei selber viel, viel Energie verloren. Er hat viel Kraft gelassen. Aber Sohrab Tahiri, der musste auch viel einstecken und hat dabei genauso dann am Ende gezeichnet und ausgepumpt, sich in die Rundenpause geschleppt. Und diese zweite Runde, die war für beide schwierig zu überstehen. Denn da fehlt es einfach wirklich noch an der Fitness. Halten wir ihn zu gut. Es ist, wie schon erwähnt, das Debüt von beiden Kämpfern hier. Und sie haben sich beide gestellt. Sie werden sich diesen Kampf sicherlich angucken. Und wenn man schaut, das ist der Sieger übrigens, das da. Der Mann, der hier gehalten wird, der sich kaum noch auf den Beinen halten kann selber. Dann ist, glaube ich, zu verstehen, wie viel Kraft das gekostet hat, sich hier zweimal fünf Minuten lang zu duellieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, beide Kämpfer waren ein bisschen aufgeregt. Dementsprechend sind sie jetzt ganz schön platt. Vielleicht helfen Sie den beiden ein bisschen mit einem Applaus, damit die Luft wieder fließt und sie wieder gerade stehen können. Kämpfer bitte in die Mitte, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ein Urteil. Judges sind auf den Plan getreten, waren sich in diesem Fall komplett einig. Der Sieg geht an den Mann in der blauen Ecke, Wladimir Radic. Wie erwartet, klarer Sieg für Wladimir Radic, den der gar nicht auskosten kann. Den kann er wirklich erst in den nächsten Tagen gleich genießen. Heute ist er schlicht und ergreifend platt. Der wird hier aus dem Cage sicherlich mit Hilfe seiner Betreuer, seiner Trainer rausgebracht. Aber er nimmt den Sieg mit
in diesem Hamburger-Duell. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, damit sind wir durch den sechsten Kampf durch. Ich entlasse Ihnen eine kurze Pause. Kurz heißt im Klartext, dass wir 21 Uhr weitermachen. Pünktlich 21 Uhr. Das reicht für eine Zigarette und zwei Bier. Aber um 9 sehen wir uns wieder hier im Cage. Bis gleich. So, liebe Zuschauer, die erste Hälfte ist rum, aber wir haben noch einige Kämpfe vor uns, nämlich ganze 8 Duelle, unter anderem das Duell Islam Jabrailov und Emmanuel Ukuwai, der Mann hier vom Combat Club Cologne. 2 Siege hat das Team schon, einen dritten können sie jetzt noch einfahren und natürlich noch der Hamburger Jung Asab Elichanov gegen den Finnen Anan Usmand. Wir sehen uns gleich wieder zur zweiten Hälfte von Wheel of MMA 50. Ich hab dir gesagt, du machst bloß einen Mückenelefanten. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Kampfsportfreunde, es geht weiter bei der großen Jubiläumsausgabe bei We Love MMA 50, live hier aus der Barclaycard Arena in Hamburg. Und im Publikum in der Halle, wie auch Ihnen an den Bildschirm, denen werden jetzt noch 8 weitere Kämpfe geboten, darunter unter anderem das Main Event mit Asab Elichanov gegen Hanan Husmand. Der Killerkick aus Hamburg gegen den Human Terrier aus Finnland. Und Asab Elichanov ist die Nummer 1 in der Rangliste bei We Love MMA. Und sein Gegner, Hanan Husmand, ist mehrfacher finnischer Champion. Und es treffen dann 2 Kämpfer aufeinander, die in ihrer Profikarriere beide noch unbesiegt sind. Und für alle, die heute hier dabei sind in der Halle und für alle, die vielleicht mal dabei sein wollen, wenn es in Hamburg wieder heißt, We Love MMA, sei schon mal angekündigt. Wir kommen wieder am 17. Oktober 2020. Dann ist We Love MMA zurück hier in Hamburg. Ab heute startet der Ticketverkauf. Alles weitere zu den Kämpfen, zu den Kämpfern, jetzt aus dem Cage von unserem Ringsprecher Gonzo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Kollege Daniel hat es angekündigt, die Kämpfe können weitergehen. Kampfgericht ist da, Technik-Crew ist bereit, Kämpferscharen mit den Hufen, eine einzige Frage bleibt zu klären. Ist das Publikum soweit? Können wir weitermachen? Dann soll es so sein. Ladies and Gentlemen, den Cage betritt Andreas Höttgen. Stall intern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe den Cage. Patrick Schwellnuss. Übt jetzt hier noch so seine Shoots. Wenn man es aus Hamburger Sicht geografisch betrachten wollen, dann ist es fast schon ein Südländer hier. Patrick Schwellnuss aus Hannover. Von Ken Pokan Hannover, ja. Ja, der ist sogar noch ein bisschen älter, 34, aber wenn man den anschaut, boah, sauber, der sieht auch gut trainiert aus. Also den Eindruck, den er erstmal so optisch hier abgibt, der lässt erwarten, dass da einer kommt, der gut vorbereitet ist. In seiner Ecke hier Daniel Makin, das ist derjenige, der heute eigentlich das Co-Main-Event gegen Emmanuel Ukuwai kämpfen sollte, sich aber kurzfristig verletzt hat. Er hat eine ganz tiefe Cut-Verletzung. Man hat sein Facebook gesehen. Ladies and Gentlemen, aus der blauen Ecke heraus wird er kämpfen. Er vertritt das renommierte Team von Kenpo Kahn. Hat bereits geliefert, kann liefern, wird liefern. Ihr Applaus für den Mann aus Hannover, Patrick Schwellnuss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 70 Kilo das Limit. Wir bewegen uns im Leichtgewicht. Ich erwarte nichts weniger als eine ordentliche Rauferei. 2x5 Minuten könnte es gehen, wir werden sehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Patrick Schwellmus und Andreas Höttke. Ja, seltene Paarung, dass wir hier 2 Deutsche sehen, die gegeneinander kämpfen. Höttke gegen Schwellnuss. Ja, viele Kämpfer, die nach Deutschland gekommen sind. Viele ja aus dem südlichen Raum, südlichen asischen Raum, könnte man schon fast sagen. Asiatischen Raum muss es, glaube ich, richtig sein. Second Sound, betreu aus dem Ring, Second Sound. Aber da sind, glaube ich, Kampfsportarten ja auch extrem populär. Deutschland hat da manchmal noch so ein bisschen vielleicht Nachholbedarf oder auch so ein kleines Öffentlichkeitsproblem.
Oh, Hüttke geht hier schön nach vorne mit dem Jab. Und hat hier den Shoot versucht, den hat aber Schwenus schön gekontert. Oh, schön die Rechte getroffen, der hat gesessen. Der hat gesessen und Hüttke wirft ihn hier direkt in die Side Control hinein. Der hat Wirkung hinterlassen, der Schlag bei Schwenus. Hüttke hier mit harten Schlägen hier, mit der linken Hand. Schwenus mit dem linken Arm über dem Kopf, versucht ihn hier unten zu halten, dass Hüttke sich nicht aufrichten kann. Und schön gemacht hier von Patrick Schwenus. Kommt wieder nach oben. Wird gekickt. Oh, viel passiert hier gleich in der ersten Runde. Schwenus hat schon die Hände runtergenommen, der längere Mann. Ja, Schwenus hat auch einen leichten Cut, ja, war im linken Auge. Cut, ja, wahrscheinlich, vielleicht hat ihn das etwas verwirrt. Aber hier, dieser Wischer an die Schläfe, der hat schon Wirkung hinterlassen. Daraufhin kam ja auch dann gleich der Takedown. Wird mit dem Low Kick, sehr variabler Kämpfer. Zeigt viel boxerisches Können. Ja, doch, 2011. Oh, schön, sehr gut. Ja, 2011 auch mit dem Boxen begonnen. Das ist, da schon wieder die gleiche Aktion. Ja. Mit der rechten runter zum Körper noch mal und links rechts oben drüber gezogen. Hüttke ist ja gerade gut dabei. Also Schwenus müsste jetzt auch immer die Hände weiter nach oben nehmen und seinen Kopf mehr schützen. Ja, oh, ja, und schon wieder die schon rechte. Schon wieder die rechte und noch oh, ein. Und das war's. Schluss. Oh. Das Schluss. Sehr stark von Hüttke. Das ist jetzt der dritte Kampf, der dritte Sieg. Sehr stark. Für das Ivory MMA Gym. Wow. Hat immer mit den gleichen Kombinationen getroffen. Hat ihn vorhin schon bei dem Takedown damit angeklingelt gehabt. Und hat jetzt wieder eine Hand nach der anderen getroffen gehabt. Gutes Boxen hier von Hüttke. Das ist, glaube ich, jemand, auf den wir uns mal in Zukunft ein bisschen ein Auge werfen sollten. Gut, in die Klasse mit dem Leichtgewicht. Da haben sich schon einige heute gezeigt, heute Abend. Und da werden ja auch noch ein paar kommen. Boom, da war die rechte. Schön abgetaucht. Und wieder. Hier, die rechte. Bam, und da war angeklingelt. Ja. Das war's dann hier. Da kam keine intelligente Verteidigung mehr. Hier, die rechte. Boom. Abgetaucht. Boom, wieder rein. Sehr stark. Gutes Auge. Ja, sehr gutes Auge. Hätte Gerd Richter sogar schon gleich nach diesem Treffer hingehen können. Denn ich bin mir sicher, Patrick Schwenus, der wäre nicht mehr hochgekommen. Ja, er wollte ihm noch die Chance geben. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es war von Ihnen da draußen nicht zu hören. Ich habe genau daneben gestanden. War etwas zurechtfertig. Ladies and Gentlemen, das ist MMA. Hart geschlagen, K.O. geschlagen, aufgestanden, gratuliert. Das ärgert ihn. Sich in den Arm genommen und auf ein Bier verabredet. Andreas Hüttke und Patrick Schwenus. So liebe ich das. Ganz starke Leistung von Hüttke. Gut gemacht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wir haben ein Referee-Stoppage in der ersten Runde. Der Sieg geht an den Mann aus Hamburg, Andreas Hüttke. Ja, der hat sich empfohlen hier für die nächsten Veranstaltungen. Seine Visitenkarte abgegeben, sein erster Auftritt hier bei We Love MMA. Der darf wiederkommen auf jeden Fall. Und Patrick Schwenus, der war ja schon mal mit dabei bei We Love MMA 13. Mal schauen, ob der 34-jährige Hannoveraner da weitermacht. Oder ob er vielleicht sagt, naja, ist vielleicht doch die Zeit rum einfach. Mit 34, 35, da ist das Alter dann dein größter Gegner. Ah, ich glaube nicht, dass das Alter hier sein Gegner wäre. Er hat einfach seinen Gegner unterschätzt, würde ich sagen. Also die härtesten Kämpfer. We Love MMA ist der Hammer. Ich liebe diese Veranstaltung. Live in deiner Stadt. Hast du schon dein Ticket? Ladies and Gentlemen, den Cage betritt Alireza. In den Cage wird gerufen Topal Mukaev. Topal Mukaev von der West Fight Elite, ebenfalls ein Hamburger Gym ist. Wobei, bei ihm muss dazu, man müsste fast sagen, Salü, denn der gute Topal, der lebt in Frankreich, in Rhin. Na, das stimmt schon, er hat früher bei West Fight, glaube ich, seine Erfahrung gemacht, aber er lebt jetzt schon längere Zeit eben in Rhin in Frankreich.
Und dort trainiert er im Monkey Gym in Rhein. Hat er vorher extra nochmal gesagt, ja, sag das bitte an, also ich bin jetzt hier Franzose. Ja, muss ganz klar sein. Sloy ist sein Spitzname, Kampfname, glaube ich, könnte man den gar nicht sagen. Wenn man das übersetzt, dann ist das der Ausdruck für böse. Er stammt aus Grozny in Tschetschenien. Er sagt, Sloy ist also die Sprache für böse, aber ich glaube, das bezieht sich eher so auf den Blick oder dann, wenn er in den Ring tritt. Ein Feuerler war ein ganz netter, ganz ruhiger, fast flüstern sprechender Mann. Ladies and Gentlemen, zu meiner Linken in der blauen Ecke, ebenfalls Weltergewichtler, ebenfalls 77 Kilogramm nicht überschritten. Er repräsentiert das Monkey Gym aus Rennes. Hat einen langen Weg hinter sich, dementsprechend verdient er einen richtigen Applaus. Topal Mukaev! Meine sehr verehrten Damen und Herren, Weltergewicht, das Limit, 2x5 Minuten ausgemachte Distanz. Gerd Richter und Parteiischer im Ring. Und ich freue mich auf einen ordentlichen Kampf, gegeben durch Alireza Rasuli und Topal Mukaev. Beide sehr junge Kämpfer. Rasuli gerade erst 18 Jahre alt. Ja, Topal Mukaev ist 24, aber hat auch erst einen Kampf bestritten. Von daher also sind zwei, die noch jung in dieser Sportart sind. Wird frei aus dem Ring, ringfrei zur ersten Runde, First Round. Und sind beide recht hoch aufgeschossen, 1,80 Meter, 1,77 Meter, 1,78 Meter. Oh, Alireza geht direkt mit einer links-rechts hier hinein. Trip Takedown. Und jetzt ist die Frage, wer landet wo, wer landet wo? Und Alireza landet oben. Stark. Stark in der Backmount fast schon drin hier. Oder ist in der Backmount drin? Sehr dominante Position hier. Mukaev jetzt denkbar schlechter Start. Keine 30 Sekunden ist der Kampf alt und schon ist er in all sorts of trouble, wie man so schön bei den Amerikanern sagt. Mukaev trägt hier das gesamte Gewicht seines Gegners. Kriegt auch noch Schläge von hinten, wo er es nicht kommen sieht. Diese Schläge tun besonders weh. Ja, wobei Rasuli da streckt ihn auch aus jetzt. Das ist wunderbar hier. Das ist eine wunderbare Position. Von hier aus ist der Rear Naked Choke angerichtet. Und da geht er auch rein. Hier, die rechte Hand ist schon unter dem Kinn. Das kann jetzt hier schnell beendet sein, wenn Mukaev nicht aufpasst. Er arbeitet sich da sehr konzentriert vorwärts. Er versucht das, glaube ich, eher mit der linken, dass er die in Position bringt. Ja, er setzt ihn nicht, er committet sich nicht. Hundertprozentig. Jetzt ist er drin. Mukaev macht hier aber auch kaum Anstand, irgendwie rauszukommen. Das ist hier allerhöchste Feuerwehr. Das Haus brennt. Er muss hier raus. Bisher als einzige Abwehr, die Mukaev zeigt, ist, dass er den Kopf einfach mal links und rechts wegdreht, je nachdem von der Seite weg, von der die Schläge kommen. Ja. Jetzt versucht er sich so ein bisschen wenigstens wieder kniend in eine Position zu bringen, wo er mal auf sich wegdrücken oder so könnte. Ich habe aber irgendwie so das Gefühl, dass Mukaev hier noch rauskommen könnte, aber das ist jetzt noch ein bisschen zu wenig hier. Die Hüfte von Rasuli drückt gegen den unteren Rücken von Mukaev und stretcht ihn dadurch aus, dadurch, dass er auch noch hier die Beine streckt und unter die Achselhöhlen greift. Damit macht er ihn platt. Hier, da schafft er es wieder. Jetzt hat er den Rear Naked Choke und das war ein Tap-Out. Mukaev schüttelt hier ab. Schüttelt ihr den Kopf hier ab, da hat er kein Mittel dagegen gehabt. Wahnsinn. Das war schnelle Arbeit hier. Ja, und sah jetzt auch gar nicht besonders hart und aufwendig aus. Eher sehr, sehr konzentriert vorgegangen. Ist jetzt natürlich schwierig zu sagen hier. Mukaev ist natürlich jetzt, das ist so, als würde man direkt ein Fußballspiel starten und man kriegt gleich zwei Tore reingeballert. Richtig krasser Rückstand und das in den ersten fünf Minuten. Damit muss man auch erstmal klarkommen. Aber Mukaev hatte hier nicht, da war der Tapout, ja. Er hatte kaum Anstanden gemacht, hier wieder rauszukommen. Ich habe ja gesagt, das Haus brennt, der muss rauskommen hier. Im Nachhinein wird er sich sicherlich ärgern. Ist das in der Nachbereitung, wenn du zum Beispiel Kämpfe dir von dir anschaust, ja, du wirst sicherlich dein härtester und vielleicht auch fiesester Kritiker dann oftmals sein. Ist dann besonders. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, war ein schönes Ground Game. Der Applaus gilt bitte Alireza Rasuli und Topal Mukaev.
für diesen Kampf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das offizielle Urteil, ein Referee-Stoppage nach 2 Minuten 11 Sekunden in der ersten Runde. Runter für One Tap Out, Rear Naked Choke, der Sieg geht an den Mann vom Adrenalin-Team, Alireza Rasoli. Der hier aussieht, als hätte er gerade frisch geduscht, also der ist hier wirklich reingekommen, hat sein Ding gemacht, ja, und kann sich jetzt auch dann zurecht freuen und auch feiern lassen. Na, Mukaev, der lässt den Kopf hängen. Okay, ist verständlich. Herzlichen Glückwunsch, ja. Wie gesagt, ist das so, für gerade für Mukaev zum Beispiel so eine Nummer, wenn der sich das Ding jetzt anguckt, dass der wahrscheinlich den Kopf schüttelt und sagt, warum mache ich nichts? Warum reagiere ich überhaupt nicht? Ja. Ich wollte die Frage jetzt anstellen, ich wollte den Kämpfern erstmal die Zeit geben, sich feiern zu lassen. Wahrheit tut weh. Also wenn man sieht, welche Fehler man gemacht hat, das kann natürlich auch wehtun, zu sehen, oh mein Gott, was habe ich da gemacht, warum habe ich da Treffer genommen und so weiter. Das hat mich den Kampf gekostet und so. Aber man muss es eigentlich machen, man muss sehen. Es ist ja auch mal so eine Erfahrung, so wie wenn mein Name ist Max Koga. Ich kämpfe bei Professional Fighters League in den USA. Mein Ziel ist es, der erste Professional Fighters League Champion zu werden und $1 Million zu gewinnen. Ladies and Gentlemen, hoch geht's ins Mittelgewicht und ich rufe in den Cage Enrico Mochorowski. Oh ja, darauf habe ich mich schon gefreut hier. Es geht ein bisschen schwerer zu jetzt hier. Wir sind wieder im Mittelgewicht, eine Gewichtsklasse darüber. Publikum wacht doch immer mehr auf, habe ich das Gefühl. In die blaue Ecke tritt Peter Neary. 2x5 Minuten ausgemachte Distanz, 84, das Limit. Steffen Ramelow und Parteiischer am Ring, meine sehr verehrten Damen und Herren. 33. Jetzt kommt für Erwachsene Enrico Mochorowski und Peter Neary. Neary, also ein Spätstarter. Boah, da könnten gerade Vater und Sohn im Refi stehen. Boah, wenn der Peter sich rangehalten hätte. Wahnsinn. Bei meinem letzten Kampf waren es 9 Jahre Unterschied. Ebenfalls erste Runde, First Round. 15 Jahre, wow. Ja, aber Enrico kann hier viel gewinnen. Er ist der längere Mann. Heute definitiv. Langer, langer Körpertyp. Und mein Trainingskollege Daniel Adler ist so ein ähnlicher Körpertyp. Das ist in solchen Gewichtsklassen, wenn die Leute so lang sind, dann haben sie schon so einen Stil. Oh, schöne Verteidigung ja. Vom Single Leg. Bleibt da lange noch auf den Beinen, Enrico. Mochorowski, der will nicht auf dem Boden. Oh, boom, jetzt aber. Macht er gut, aber kann gleich nicht besser. Hoch. Oh, schönes Knie, schöne Rechte. Wow, oh, das hat ein bisschen angekriegt. Oh, und das schöne Rechte, Wahnsinn, gut, sehr gut. Sehr schön, will ich gar nicht mal so viel reden jetzt hier. Der Kampf hier, der erzählt sich schon fast von selbst. Oh, die Rechte oh, schön. Oh, Neary nimmt ein paar Treffer. Mochorowski, der ist jetzt ein paar Mal hart durchgekommen mit den Fäusten. Oh ja. Neary, der hat jetzt auch ein, zwei recht weit geschwungene Hände. Schöner Hüftkurs. Sehr gut gemacht. Gut getimt. Er hat gemerkt, dass Peter etwas ruhiger geworden ist und hat dann den Hüftwurf angesetzt. Sehr schön. Gut. Direkt in der Cross-Position gelandet. Mount, sehr stark. Oh, das sieht ganz schlecht aus für Peter Neary. Da muss er ganz schnell raus, sonst ist der Kampf vorbei. Na, das geht noch weiter. Er verteidigt sich ja gut. Nein, Schluss. Ja, also, naja. Ist wahrscheinlich besser im Endeffekt. Wow. Krass, ist wieder... Mochorowski, der hat da harte Treffer gelandet und er hat von ihm permanent weitergeschlagen. Ja. Das ist halt das Krasse. In diesen etwas höheren Gewichtsklassen, da können die Kämpfe halt sehr viel schneller beendet sein. So, wenn ich das jetzt richtig sehe, dann sind das Ivory MMA-Team heute unbesiegt. Geht unbesiegt nach Hause hier. Das war der letzte Kämpfer von Ivory MMA und da sehen wir nochmal das Ground and Pound aus der Mount. Jetzt, das waren die härteren Schläge. Und da kam dann wohl die etwas weniger intelligente Verteidigung.
Hat auch hier schon den Kämpfer ermahnt. Aber da passiert, er streckt nur den Arm aus. Und ja, du hast recht. Richtige Verteidigung ist das alles nicht mehr. Das wäre jetzt nur noch schlimmer ausgegangen für Peter Niari. Ich glaube, das war ganz gut, dass der Kampf dann beendet wurde. Wie schaut es denn aus in diesen Gewichtsklassen? Mittelgewicht und dann langsam hoch, halb der Schwergewicht. Die beiden hier oben haben sich so richtig lieb gehabt. So fangen Männerfreundschaften an. Applaudieren Sie bitte Enrico Mochorowski und Peter Niari. Also Enrico Mochorowski, da können wir sagen, in ein paar Jahren vielleicht ist er einer der kommenden Leute. Referee Stoppage aus dem Ground und Pound heraus, das Ganze nach 1,30 in der ersten Runde. Der Sieg bleibt in Hamburg und geht an Enrico Mochorowski. Naja, wenn ich mir jetzt anschaue, also er war schon relativ ruhig und abgeklärt, er sieht athletisch auch recht gut ausgebildet aus. Also ich denke, klär uns doch mal auf, wie ist denn seine Bilanz jetzt? Jetzt fragst du mich, wo ich den Zettel schon so mehr oder weniger ad acta gelegt habe, weil ich dachte, na gut, Kampf. Ich meine gesehen zu haben, das ist jetzt sein zweiter Sieg im zweiten Kampf. Ja, es war der zweite Sieg im zweiten Kampf. Beide Kämpfe gewonnen, vorzeitig. Das ist so weit gesehen eine saubere Bilanz. Er hat vorher im K1 vier Kämpfe ausgetragen. Die hat er alle gewonnen, alle auch durch Knockout. Also der ist auch schon einer, der will es wissen. Der will es vorzeitig wissen. Ja, ich sehe jetzt für mich das Problem, dass er in dieser Gewichtsklasse jetzt hier bei Wheel of MMA, jetzt wenn Dustin Stolzfuß nicht mehr dabei ist, dann sehe ich... Boom! Ah! Champion des Weltergewichtes, Adrian Zeitner! Das Schwert des Sachsenlandes, Marcel Quietsch! Marcel Quietsch, diesmal gehst du unter. Komm und holen wir! Das war... Das dürfte sein. Leute, da kommt eine abartige Schlacht auf euch zu. Freundet drauf, ich tu's. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden zweistellig. Vorher darf ich Ihnen kurz das Kampfgericht vorstellen. Die Gamma hat heute die Augen drüber. Supervisor Sabine Behrendt ist Chef des Kampfgerichtes. Steffen Ramelow wurde bereits kennengelernt, steht neben mir, Urgestein und Sachen, Herr Kampfsport, selber sehr erfolgreicher Thai-Kämpfer und seit langen Jahren Begleiter. Gerd ist der zweite Mann im Ring hier, die zu meiner Linken, ebenfalls in Sachen MMA, schon seit Ewigkeiten unterwegs, UFC-Lizenz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, die Kämpfer sind in allerbesten Händen und ich hätte jetzt ganz gerne mal für die Leute, die richtig viel Arbeit machen, einen großen Applaus für das Kampfgericht. Das ist kein leichter Job und Sie machen ihn super. Vielen herzlichen Dank. Ladies and Gentlemen, Kampf Nummer 10. Ein Kämpfer betritt den Cage, den ich schon eine ganze Weile verfolge. Das mit großer Freude. Bin auch mit seinem Trainer gut befreundet. Man fetzt sich, man verträgt sich und man fachsimpelt über alles, was geht. So soll es sein. Ich darf Ihnen jemanden vorstellen. In den Cage geht Till Stritter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein würdiger Gegner betritt den Cage. Jonas Nilsson. Bundi, war sein zweiter Name. Ich freue mich auf den ordentlichen Kampf im Federgewicht. Kleiner Tipp von mir, nicht blinzeln, die Jungs werden ausgesprochen schnell sein. Ihr Applaus für die Kämpfer aus der 10. Runde des heutigen Tages. Till Stritter und Jonas Nilsson. Da ist zu dem größten Unterschied von 7-8 Zentimetern, den Jonas Groth Nilsson dann für sich verbuchen kann und natürlich auch die Länge Reichweite, dann auch wieder so eine Frage der Altersgeschichte. Der Mann aus Dänemark 25 und Till Stritter 31. Ringfrei zur ersten Runde. 25 ist so ein Alter, wenn man früh mit einer athletischen Ausbildung anfängt, kann man in dem Alter schon über eine gute Athletik verfügen. Gut, wir haben es jetzt im Kampf vorher gesehen, Enrico. Oh, eine Rechte drüber gezogen. Oh, Till Stritter hat sich hier angekündigt. Hat er mal angeklopft am Tor des Nachbarn. Macht immer schön Druck hier, geht nach vorne. Oh, Flying Knee. Leichtfüßig, schwebend. Ja, ein richtig hagerer Typ. Oh, macht er gut. Schöne Kombination, die wir hier sehen. Frontkick variiert auch schön. Ja, zeigt dir dem Publikum gleich einiges. Oh, schön getimt, verdammt schön getimt.
Richtig immer vor und zurück gesprungen und dann im richtigen Moment aber nach vorne gegangen und sich einen brachialen Takedown geholt. Jetzt bin ich mal gespannt, was Till hier aus der Position macht. Oh, das kann gleich vorbei sein hier. Stark, macht er gut, das war's. Das war's. Wow. Puh, das ging ja sehr, sehr schnell über die Bühne. Wahnsinn. Ja, da schreit er es raus. Jonas Kurt Koti Nielsen gewinnt hier auch seinen dritten Profikampf, den vorzeitig. Ja, da hat Till Stritter ganz schön überrumpelt. Wobei der am Anfang ja wuchtig hingelangt hat. Aber dann hat ihn Nielsen hier sofort im Griff gehabt. Also das konnte man sofort sehen. Bob, wie er hier, also Till Stritter hat ihm komplett hier den Hals gegeben. Und er hätte noch die Hand hier oben greifen können. Hier, die rechte Hand. Aber er hat sie nicht gegriffen, er hat sie einfach akzeptiert. Er wusste nicht, wie er rauskommt. Oder er wurde sehr schnell überrumpelt. Ja, in dem Moment, in dem Nielsen drum gegriffen hat und zugezogen hat, wirkte Stritter so ein bisschen, als wenn er kurzzeitig Orientierung verloren hat. Er wusste nicht genau, was macht Nielsen, wo sind seine Arme. Und deshalb hat er den Kopf so weit hochgestreckt. Und er ist am Nasenbein auch ein bisschen gezeichnet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, leicht mögen Sie sein, aber sehr, einen schweren Applaus haben Sie verdient. Also so schwer Deutschland wie die Hände. 1, Ausland den 1, Schritt war Jonas Nielsen. Schöner Kampf. Ja, die Franzosen konnten wir in die Schranken weisen. Der Däne hat uns jetzt komplett überrannt. Wir haben heute aber noch ein internationales Duell. Nämlich Gorilla Jim Hamburg gegen Finn Fighters. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Referee stoppte den Kampf nach 1 Minute 11 Sekunden in der ersten Runde. Grund dafür war ein Tap-Out, geliefert durch ein Rear Naked Choke. Der Sieg geht an den Mann aus Odense, Dänemark. Jonas Nielsen! Ja, warum sagen alle Nielsen? Das ist ein Nielsen. Ich glaube, das geht einem so schnell über die Zunge, weil man wahrscheinlich, und das ist auch wieder so eine Sache aus Kindheitstagen, erinnert wird an Herrn Nielsen von Pippi Langstrumpf. Wir hatten ja die Geschichte vorhin mit dem einen T-Shirt des Kämpfers. Und du gesagt hast, Mensch, guck mal, He-Man drauf. Das ist schon eine Weile her. Und das bleibt aber auch hängen, solche Namen. Und dann, glaube ich, geht es ganz schnell beim Zungenschlag. Dann wird aus Nielsen ein Nielsen. Ja. Er möge es uns verzeihen, insofern er es dann überhaupt mal erfährt oder sozusagen mitkriegt. Vielleicht höchstens dann, wenn er sich natürlich die Aufzeichnung anguckt und sagt, ja, hör, Moment mal, von wem reden hier die ganze Zeit? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zu Kampf Nummer 11. Scheint erstmal ein bisschen ungewöhnliches Match zu sein, ist es aber nicht. Ich kenne beide Kämpfer und ich freue mich seit Tagen auf den Kampf. Ich rufe hier zu uns in den Cage Ali Shams. Ali Shams. Tolle Einmarschmusik. Sehr sympathischer Kämpfer. Ich gucke es mir auch sehr gerne an, wenn er kämpft. Vom Shams Dojo. Das ist nicht sein eigenes Dojo, sondern das von seinem Vater. Karate-Tradition kommt auch hier im Kimono rein, gefällt mir sehr. Er hat darauf bestanden, dass man ganz klar sagt, dass er Kyokushin-Karate gelernt, trainiert hat und er auch deutscher Meister ist. Und er hat wirklich eine Menge Leute hier im Publikum dabei gehabt. Hat so am Anfang der Veranstaltung sich sogar noch ganz entspannt so oben in die Tribüne zu seinen Leuten gesetzt. Ja, Kyokushin Karate ist auch. Es gibt verschiedene Stilrichtungen. Shotokan, Kyokushin, wie sie alle heißen. Ich kann sie jetzt leider nicht alle aufzählen. Aber Kyokushin ist ein sehr harter Stil. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig zitiere. Aber im Kyokushin darf zwar nicht zum Kopf geschlagen, aber zum Kopf getreten werden. Und das sind schon recht harte Kämpfe. Also da werden auch viele Low-Kicks ausgeteilt und so weiter. Viele Körpertreffer und so. Das ist schon ein sehr harter Stil. Und dieser Ali Shamsi muss auch ein harter Bursche sein. Zweimal hat er gekämpft bisher. Beide Kämpfe gewonnen und beide
Ja, für deutliche Wochen vorzeitig und dann nach Punkten. 77 Kilogramm geschult in den Künsten des Karate. Wer jetzt an die Katas denkt, liegt definitiv falsch. Vollkontakt-Karate mit anderen Worten. Der Mann schlägt wie ein Schmied, tritt wie ein Pferd. Und das weiß ich genau. Habe ihn nämlich schon gesehen und es war eine ausgesprochene Freude. Ladies and Gentlemen, er vertritt sein eigenes Dojo. Sohn der Hansestadt Hamburg, Ali Schams. Oh, er hat jetzt sehr viele Supporter. Freut mich. Die unterstützen ihren Lokalkämpfer. Da hört sich was hier in der Barrikade Arena. Er ist das zweite Mal dabei bei BeLive MMA. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe in den Cage Andrei Goborochi. Zu meiner Linken in der blauen Ecke, wieder genesen nach einer Verletzung. Er ist wieder da und er ist wieder im Cage. Er vertritt Hilti BJJ, meine sehr verehrten Damen und Herren. Den Mann kenne ich genau, hatte die Ehre, mit ihm zusammen zu trainieren. Im Stand, ein ordentliches Boxen im Boden, eine Macht. Er vertritt das Hilti BJJ-Team aus Berlin, Andrei Goborochin. Ich glaube, der Schlüssel wird sein, ob Schams es schaffen kann, die Meine sehr verehrten Damen und Herren, Gerd Richter und Parteiische am Ring, 77 Kilo das Limit, 2x5 Minuten ausgemachte Distanz. Mein Tipp, zumindest die erste Bewerbung um den Kampf des Abends. Ladies and Gentlemen, Ali Schams und Andrei Goborochin. Tja, man könnte sagen, zwei richtige Kinder von We Love MMA. Ali Schams zum zweiten Mal dabei bei We Love MMA und Andrei Goborochin zum vierten Mal. Der hat alle seine Profikämpfe in dieser Serie hier ausgetragen. Und da muss auch was dran sein. Schließlich hat er von seinen drei Kämpfen zwei gewonnen. First Round. Sich also immer gut präsentiert. Ja, wir werden jetzt einen starken Boxer sehen hier. Ich kann mich noch erinnern, Andrei hat gutes Boxen gehabt und Ali hat explosives, spektakuläres Kickboxen bzw. Karate. Und ja, ich bin darauf gespannt. Ich schätze Andrei als den stärkeren Bodenkämpfer ein. Das heißt, es wird sich entscheiden, ob es Ali schafft, ihn hier im Stand zu halten. Von der Größe her, da sind sie fast gleich auf. Ich kann jetzt auch nicht erkennen, ob der eine Längenvorteile bei den Armen hätte. Also das wirkt nicht so. Schön Links-Rechts-Kombination von Ali. Und erst einmal versuchen sie es ausschließlich im Stand. Warum? Das meine ich, die Aufwärtshaken. Da kann ich mich noch erinnern. Seinen letzten Kampf konnte er seinen Gegner mit einem Aufwärtshaken ausnocken. Mächtiger Bart hier, wo du vorhin noch hier die Gesichtsbehaarung der Kämpfer angesprochen hast. Ja, also beide. Also das fragen ja fast alle. Wenigstens so ein schon 5 bis 6 Tage Bart. Ali Schams natürlich, da ist schon ein bisschen länger was hingewachsen. Bei Ali finde ich bedenklich, dass er bei seinen Schlägen die Hände danach übelst fallen lässt. Achtet mal darauf. Wenn Andrei sich das noch eine Weile anschaut, da wird es bestimmt einen Konter geben. Ja. Hier, da lässt er die Hände runter. Das ist dieser Karate-Stil. Hier, Hände sind unten. Das müsste er nur mal blocken und direkt kontern. Spinning Backfist, sehr schön. Ich sag's dir, Ali Schams. Der bringt ja spektakuläre Aktionen. Einzelaktionen aber leider. Sehr karatemäßig. Er springt hier immer vor und zurück. Hände sind tief. Ja, bisher kann er mit wirklich einem guten Auge den Schlägen von Andrei Goborochin ausweichen. Ja, aber bei Goborochin fehlt meistens nur ein kleiner Schritt und er wäre genau in der Schlagdistanz drin. Und Goborochin ist ja ein sehr kompakterer Kämpfer. Ja, das Boxerische, wenn man das hier sieht. Hier ist es wirklich ein kleines Stilduell. Man hat hier so einen verspielten Karateka, der mal mit so Aktionen kommt wie ein Spinning Backkick oder Spinning Backfist. Und hier Goborochin, boom, sehr schön gemacht von Ali. Hat hier die Rechte reingetroffen, aber hier, Hände waren unten. Goborochin hat zum Körper geschlagen, die Hände waren unten von Ali. Das kann entscheidend sein. Wenn Goborochin das gerochen hat, hier wieder, hier. Hände geschlagen, Hände waren unten an der Hüfte. Goborochin hat ihn jetzt eher abgekontert. Der ist, glaube ich, gerade da am Austarieren, der guckt, am Auswitter. Der guckt ganz genau hin. Ja. Hier, Hände wieder unten, boom. Ja, diese Einzelaktion, die, okay, er beschäftigt ihn, ne, aber er macht jetzt nicht wirklich Schaden damit. Hier, Genau das meinte ich. Das wird ihm zum Verhängnis werden. Hier, jetzt hat er ihn mal im Käfig gestellt gehabt und direkt getroffen gehabt.
Jetzt muss Ali Shan schauen, dass er da hochkommt. Und Guillotine, schön. Jetzt setzt Ali Shan nach. Und Kofi Rufin muss jetzt gucken, dass er da eine Deckung irgendwie vor das Gesicht bringt. Ja, gehen Sie mal bitte weg, das ist Ihr Kommentatorenpult. Sonst muss ich die Security holen. Gehen Sie mal bitte. Wahnsinn, sehr gut gemacht von Ali Shams. Wurde hier richtig derbe angeklingelt. Oh, jetzt muss er aufpassen auf die Triangle. Die Triangle ist da. Triangle ist immer noch da. Er geht zum Armhebel und schön. Gut gemacht. Klug gemacht von Ali Shams. Sehr gut. Das ist unterhaltsam. Und vor allem sehr respektvoll. Beide waren da nochmal ein Shake-Hand zwischendrin, weil sie gewusst haben, das war gerade für beide eine brenzliche Aktion. Ja, aber Respekt an Ali Shams. Der hat es hier nochmal voll rausgehauen. Aber jetzt muss er vorsichtiger sein. Und er ist vorsichtiger. Die Hände sind weiter jetzt, oben. Jetzt nimmt ja. er die Hände hoch wenigstens. Sobald Kubuchin ein bisschen näher kommt in Schlagdistanz, dann hat er die Hände jetzt dann nach oben. Er geht aber immer noch ein bisschen zu offen in den Schlagabtausch. Da, und da ist kommt es wieder. Rechter Treffer, linker Treffer von Kubuchin. Ja. Oh. Und Spektakel von Ali Shams, ja. Also die zeigen hier was, die bieten hier was. 10 Sekunden noch in dieser Runde. Axe-Kick. Spinning Backfist. Ende der ersten Runde. Also vom Unterhaltungswert her sicherlich die bisher spektakulärste Runde des Abends. Abeku Afu ist auch in der Ecke hier von Ali Shams. Hier hinter dem Käfig ist zu sehen schon der 5. Kampf, den er hier betreut. Ja, das war in der Anfangsphase. Ja, Kubuchin ist damit zwei, drei Aufwärtshaken probiert. Er ist so kompakt. Der macht das, Aber er muss natürlich auch aufpassen, dass er von sowas hier nicht mal ausgenockt wird. Schon schlau, dass er seine Hände oben lässt. Boom, das war hier, das hätte es beenden können. Da war er kurz angeklingelt. Aber er war sofort wieder wach, ist nach oben gekommen. Und dann hier jetzt das Ringen von Ali Shams. Verblüffend gut. Also er hat es jetzt dann nochmal geschafft gehabt, sogar in die Top-Position zu kommen und dann noch letztlich auch noch Schaden zu generieren. Wen gibst du die erste Runde? Das ist jetzt ganz schwierig. Ich würde sie knapp Kubuchin geben. Schwierig, ja. Er hat im Stehen einfach mehr Treffer gelandet. Ali Shams sicherlich Aktionen gebracht, die spektakulär aussehen, aber er hat damit keinen Punkt erzielt. Ja. Oh, da gibt es irgendein Problem mit dem Handschuh. Der muss nochmal abgetaped werden. Ja, da flog auch gerade ein Stück Tapeband schon raus aus dem Cage im hohen Bogen. Aber das ist, glaube ich, schnell behoben alles. Ladies and Gentlemen, mein Vorschlag, ordentlich die Hände bewegen, damit die da drinnen weiter ordentlich die Hände bewegen. Das ist ein großer Kampf. Ringfrei zur zweiten Runde. Sehr gespannt jetzt auf diese zweite Runde hier. Gibt es vielleicht nochmal einen Taktikwechsel oder wird gerade so weitergemacht? Also wenn, dann höchstens bei Ali Shams. Kubuchin wird diesen Stil, denke ich, beibehalten. Die Arme oben lassen, wird genau schauen, wird gucken, dass er die Lücke erwischt und den Moment, in dem Shams vielleicht nach vorn pendelt oder kurz zum Stehen kommt, um dann einen abzufeuern. Shams deckt immer die Schläge zum Körper, indem er die Hände runternimmt. Kubuchin müsste nur mal links unten antäuschen, rechts oben reinballern. Das hat Ömer Cankadesa damals gegen Paolo Hecker auch gemacht und hat ihn damit direkt ausgenockt nach 20 Sekunden in der ersten Runde. Oh, Aufreißer. Schön. Schöner Treffer, ja, von Kubuchin mit der rechten. Mich erinnert der Kampf so ein bisschen an das Duell aus Düsseldorf zwischen Marcel Quietsch und Elusa Igel. Da war auch Elusa Igel, der Manukai-Matador, so wie Ali Shams, der beweglichere, der viel mehr Arbeit geleistet hat, getänzelt ist, sich im Oberkörper pendelt, hin und her bewegt hat. Marcel Quietsch wirkte fast ein bisschen statisch, guckte sich die Sache aber an und dann mit einer knalligen rechten, wir haben die Szene heute auch schon mehrfach gesehen in den Best Shots, und dann hat er ihn wirklich erwischt und danach war sofort Feierabend. Und so ungefähr wirkt es auf Kubuchin. Der guckt, der lauert auf diesen einen harten Treffer. Ja. Shams hat da das Publikum hinter sich hier.
Ich höre aus der Ecke von André, er soll ihn gegen den Cage drücken. Ja, er muss ihn mal stellen. Er braucht mal eine ruhige Situation. So eine Sekunde, vielleicht ein Bruchteil einer Sekunde, wo er einfach diese Fläche hat, wo er treffen kann. Wenn er Shams in der Mitte arbeiten lässt, dann macht er seine Aktionen. Ja. In der Distanz, in der sich beide gerade bewegen, ist Shams der Akteur. Im Infight ist es dann eher Govorovin. Hier über die Außen. Von hier. Schön. Da muss er fliehen. Oh, schön. Wieder getroffen. Takedown. Und, oh, schön verteidigt von Shams. Schön. Muss er weitermachen. Muss er weitermachen. Muss er auch gucken, dass er... Und geht zum Anaconda-Choke. Ja, das ist nichts. Das ist nichts. Das würde mich jetzt doch arg wundern. Er hält in Kanada richtig Zug aufbauen. Er müsste den linken Ellbogen mehr zum Körper. Ja, Adi Shams guckt auch etwas verwundert. Er müsste jetzt die Beine oberhalb der Hüfte schließen. André ist hier relativ sicher, würde ich sagen. Also der Griff ist schon tief drin, aber er kann nicht wirklich... Also er müsste die Beine oberhalb der Hüfte schließen. Und das macht André richtig. Er hebt den Hintern nach oben, sodass die Beine nicht geschlossen werden können. Da, jetzt kann er... Jetzt, genau, ja. Jetzt müsste Adi schauen, dass er den linken Ellbogen zur Hüfte ranbringt. Zur Seite, zur linken Seite. Zur linken Seite. Aber die Gefahr besteht, dass er sich hier komplett verausgabt. Da passiert gar nichts, sagt der BJJ-Trainer Frank Kocinski. Und ich glaube, er hat recht. Ich glaube, das ist eine große Energieverschwendung gerade hier für Adi Shams. Der wollte jetzt spektakulär hier mal enden, aber ich glaube, er übersäuert sich hier bloß. Er müsste den Ellbogen zur Hüfte ranbringen. Er weiß nicht, wie er diese Technik hier zu finishen hat. Er weiß nicht, wie er diese Technik hier zu finishen hat. Das ist das Problem hier. Er ist sehr tief drin. Sehr tief drin. So, André Govorovin, der bearbeitet da mit seiner Rechten die Seitpartie, die Rippen von Adi Shams. Ja, vor allem Adi Shams streckt hier die Beine. Das ist, also, er müsste, wenn dann, die Beine zu sich herziehen und versuchen, ihn zuzumachen. Er ist auf der falschen Seite. Er müsste auf der linken Seite. Jetzt, wenn er mit den Ellbogen auf der linken Seite kommt. Und er müsste den Arm, den rechten Arm. Jetzt ist gut geschlossen, jawohl, jetzt ist gut geschlossen. Aber der rechte Arm ist unter der Achselhöhle. Er müsste von vorne über den Bizeps kommen. Das sieht man jetzt aus dieser Position hier nicht. Schade eigentlich, weil er hat ihn schon fast schachmatt. Er müsste jetzt nur noch wissen, welchen Zug er machen müsste. Ja, das ist kein Druck hier für ihn. Wenn er das bis zum Schluss, jetzt wird es ganz schwer zu punkten. Ja, das wird sehr schwer zu punkten. Ich meine, er hat ihn in der Submission drin. Aber wenn Govorovin hier rauskommt... Aber ich verstehe auch nicht, warum Govorovin hier nicht jetzt rausprescht. Ja? Also der Griff ist schon tief. Das darf man nicht unterschätzen hier. Aber, also ja, die berauben uns jetzt hier gerade einer spannenden... Ja, die Uhr tickt unaufhörlich runter. Die Stellung, die Position ist ja die ganze Zeit gleich. Ja, ich weiß nicht, worauf Shams jetzt hier spekuliert. Seht hier, der rechte Arm, der müsste vor seinem Arm sein, nicht hinter, unter der Achselhöhle. Da kann er keinen Druck aufbauen, sind noch 15 Sekunden. Sieht auch nicht so aus, als wenn sich da noch was ändert. Nee, das war's jetzt hier. Es ist jetzt schwierig zu punkten. Oh. Er hebt den Daumen hoch. Zeigt an, alles ist okay. Ende der zweiten Runde, Ende des Kampfes. Ja, hier würde ich mir gerne eine dritte Runde wünschen. Jetzt muss gezeigt werden. Jetzt, ich sehe schon die Ecke von Bocinski hier, Rani Sade. Sagt, er soll die Hände hochrecken. Er soll den Punktrichtern zeigen, dass er denkt, dass er gewonnen hat. Und das ist auch richtig. Er muss davon überzeugt sein. Das wird jetzt schwierig. Die erste Runde... Vielleicht knapp für André Govorovin. Ja, und das kommt auch auf den Punktrichter eben an. Und die zweite Runde, also Shams hatte ihn zwar in der Submission drin, aber die war nie wirklich gefährlich. Ja, sie war schon etwas gefährlich, aber es ist schwierig. Also, wir machen unentschieden. Zumal es waren am Anfang der zweiten Runde auch nicht viele Treffer von beiden Seiten oder wirklich Aktionen. Ja, meiner Meinung nach hatte Shams in der zweiten Runde zu Beginn schon etwas... Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Tradition im Cage im Octagon, vor allen Dingen aber hier bei uns bei We Love MMA. Wenn ein Kampf so gut war, so richtig gut war, wenn er geradezu geil war, dann wird den Kämpfern im Stehen applaudiert. Mein Vorschlag, Ihre Entscheidung. So, und die Leute, die erheben sich jetzt.
von den Sitzen. Jetzt wissen wir, Standing Ovation, das erste Mal am heutigen Abend so komplett die Halle. Die Chöre, klar, die sind natürlich für den Mann hier aus Hamburg, für Ali Shams. Ich bin gespannt, was die Punktrichter da festgelegt haben. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wir haben ein Urteil. Die Judges waren in dem Fall gefordert und sie waren sich nicht ganz überraschend komplett einig. Es gibt Kämpfe, die verdienen schlicht und ergreifend keinen Verlierer. Wir haben ein einstimmiges Draw. Ja, und das, finde ich, geht völlig in Ordnung. Ja, da ist auch kaum Widerspruch in der Halle. Also klar, die Freunde von Ali Shams, die hätten schon ihn jetzt gerne natürlich als Sieger hier begrüßt. Aber ich glaube, sie können anerkennen, dass André Govorohin da gerade in der ersten Runde eben der ein bisschen bessere Mann war. In der zweiten Runde hat es dann Ali Shams wieder leicht umgebogen. Er hat es versäumt, den Kampf vorzeitig zu beenden. Und gleich geht's weiter zwischen Hergert und Herzberg. Mein Name ist Stefan Pütz. Ich kämpfe für die renommierteste MMA-Organisation in Russland, M1 Global. Wir machen das Dutzend voll. MMA verbindet und somit habe ich die Freude, jemanden aufzurufen, mit dessen Trainer ich schon lange verbunden bin. Ich habe nämlich Freunde hier in Hamburg und es freut mich natürlich immer, Sie hier zu sehen. Ladies and Gentlemen, hier Applaus für Hermann Hergert. Also wenn einer den Begriff Lokalmatador auch verdient hat, dann auch Hermann Hergert. Der wird ja angefeuert und mit Hermann Sprechchören in die Halle geführt. Da muss er sogar schmunzeln, so ein bisschen der großgewachsene Mann hier aus Hamburg. Der zum dritten Mal bei We Love MMA dabei ist. Zwei Kämpfe, die er vorher ausgetragen hat hier in dieser Serie. Die hat er beide gewonnen und beide vorzeitig. Ja, hier Mehmet Yüksel, einer der Trainer hier vom Gorilla Gym. In der Ecke haben wir auch Lom Ali Hutaev gesehen. Damit hat hier Hermann Hergert wirklich ein, wie soll man sagen, ein starkes Team hinter sich, mit dem man sich wunderbar vorbereiten kann, vor allem in seiner Gewichtsklasse. Lom Ali Hutaev hat erst letzte Woche gekämpft, ist wahrscheinlich auch noch immer in Fight Shape, hat auch keine großen Verletzungen davongetragen, wie ich ihn jetzt gerade gesehen habe. Und ja, ist auch ein starker Mann in der Gewichtsklasse. In 6 Kämpfen bisher noch ungeschlagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 93 Kilo Halbschwergewichtler. Ja, so wie gesagt, 2 Kämpfe bisher, bei den Profis 2 gewonnen. Ein bei den Amateuren, den hat er auch gewonnen. Also der hat eine weiße Weste. Geschick. Sein sportliches Zuhause, das Gorilla Gym. Lasst mal hören. Und da sind die Gorillas. Haben wir noch gesehen. Die waren sich gerade nicht sicher, ob sie jetzt schon klatschen sollen oder erst, wenn alles gesagt ist. Ein alter Freund von mir, aber der Applaus geht an den Mann aus Hamburg, Hermann Hergert. Ja, und jetzt ist es auf jeden Fall. Jetzt können Sie jubeln, Ihr Mann. Hermann Hergert zurufen. Ladies and Gentlemen, den Cage betritt Sebastian Herzberg. Wir haben Kampf in die blaue Ecke ist er getreten. Halbschwergewichtler, so wie es sein soll, 93 Kilo beim Einwiegen, nicht überschritten. Er vertritt und repräsentiert die renommierte Fight School, blitzgefährliche Truppe aus Hannover. Ihr Applaus geht an Sebastian Herzberg. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 93 Kilo das Limit, 2x5 Minuten. Na, ich habe meinen Zweifel. Unparteiisch am Ring, Gerd Richter, ich freue mich auf einen ordentlichen Kampf bei ordentlicher Gewichtsklasse. Ladies and Gentlemen, Sebastian Herzberg und Hermann Hergert.
Und beide sollten ja ursprünglich gegen andere Gegner kämpfen. Und als die dann abgesagt haben, dann wurde wirklich über Nacht schnell dieses Duell vereinbart. Wir haben beide geschaut. Vom Gewicht her unterscheiden sie sich natürlich schon ein bisschen. Hermann Hergert hier mit 94,4 gegen die 104 Kilo von Sebastian Herzberg. Aber sie haben gesagt, okay, wir tragen es aus. Wir wollen die Leute nicht enttäuschen. Wir sind vorbereitet sowieso gewesen. Lass es uns anpacken. Ja, liebe Zuschauer, das schwerste Duell des Abends. 94 Kilo gegen 104. Der kleinere, dynamischere wird wohl Hermann Hergert sein. Aber schauen wir doch mal. Herzberg ist einfach ein kräftiger Mann. Ich habe ihn vorhin hinten im Backstage gesehen. Ja, ist halt einfach 104 Kilo. Das merkt man eben einfach. Und wenn man da guckt, dass Hermann Hergert selber mit fast 95 Kilo, 1,90 dagegen aussieht wie ein Schmächtling. Schmächtling. Ja, eben, das ist täuscht brutal. Da denkt man wirklich, da ist der... Oh, stark. Und gut hier in den Bodylock hineingekommen. Hermann macht das gut. Schön die Kopfposition. Das ist natürlich schwer für Hermann Hergert, einen so großen Koloss da vielleicht noch die selber schieben zu wollen. Da wird er wohl nicht allzu viel Energie drauf verschwenden dürfen. Ja, ich denke mal, in der Vorbereitung wird er auch mit schweren Leuten kämpfen. Halbschwergewichte, oh, schöne, gute Kombination. Schöner Shoot, starker Shoot. Hat die Beine, kann jetzt hier die Hände hinten zusammen umgreifen. Und jetzt sind sie bei uns direkt hier vor der Ecke. Schon ganz schön geballt, zwei so wuchtige Burschen hier am Boden. Ja, da tut vor allem auch jeder Schlag irgendwie weh. Man hört auch, wie es... Ah, schöner Schulterstoß. Der erlaubt es, muss man ja dazu sagen. Ja, nicht, dass jetzt einer hochschreckt und sagt, ja, hör mal, was macht denn der da? Ich mache das auch sehr gerne. Das ist, wenn man das richtig trainiert, hat das eine richtige Wucht. Und das ist vor allem auch etwas, was man nur nicht kommen sieht. Und wenn man eine harte, knochige Schulter hat, kann das schon wehtun. Hermann macht hier schon vieles richtig hier. Also Herzberg kann sich ja, aus der Rückenposition und kommt nach oben. Oh, direkt in die Mount reingesprungen. Wahnsinn. Sehr gut. Mount-Position für Herzberg. Muss er aufpassen, dass er nicht abgeworfen wird. Ja, oder hier in die Backmount-Position hineingelangt. Herzberg hier wieder ist in großen Problemen hier. Wir haben es vorhin schon gesehen gehabt. Aber beide für diese Größe und dieses Gewicht sehr beweglich am Boden. Ja. Und Herzberg, der hält natürlich jetzt die Hände vors Gesicht auf jeden Fall auf der einen Seite, wo er weiß, da ist die rechte Hand von Hergert frei. Und jetzt haben wir hier genau die gleiche Situation, die wir vorhin mit Ali Reza Rasuli hatten, der dort ebenfalls aus der Position seinen Kampf erfolgreich beenden konnte. Und Hergert versucht es jetzt unter dem Arm durchzuschlagen von Sebastian Herzberg oder dann eben schnell drüber. Hermann wird hier ermahnt, nicht auf den Hinterkopf zu hauen. Und Herzberg ist hier rutscht raus. Rutscht raus. Armhebel, Armhebel. Vorsicht. Sehr schön. Und jetzt wird es für Hermann sehr schwer hier. Bin ich jetzt gespannt, wie er die Position jetzt hier löst. Weil jetzt hat er den 104-Kilo-Koloss auf sich drauf. Der auch einfach in die Mount reinsteigt. Gleitet in die Mount-Position hinein. Und das ist jetzt hart, das ist jetzt hart. Hermann Hergert. Oh. Da hat er einen ganz harten Treffer im Rechten nehmen müssen. Da arbeitet jetzt muss er gucken. Jetzt ist er in der Backmount-Position. Und Herzberg kann am Rear Naked Choke arbeiten, aber der Griff sitzt nicht richtig. Den sitzt er falsch an. Oh, das hätte schon sein können. Eine Minute, 105 Kilogramm knapp, die jetzt gerade auf ihm drauf liegen. Das muss er, er geht zum Arm-In-Triangle, er versucht hier, doch wieder nicht. Oh, Hergert ist jetzt wirklich ein bisschen im Bedrängnis, im Problem. Ja, nachdem er die Runde hier ganz gut gestaltet hat,
versucht sich rauszuwinden. Er kommt nicht raus. Ja, er kommt nicht raus. Und Herzberg löst das wirklich mit seinem Gewicht. Ja, ja, ist auch klug. Warum Muskelkraft verschwenden für etwas, wo man genauso gut auch sein Gewicht einsetzen kann? Ja. Und hier die Unterstützung seines Blocks. Aber Herger, der ist durch, der ist auch zäh. Da hat er doch schon einiges jetzt einstecken müssen. Die Runde wird er überstehen. Ja, aber er wird die Runde wahrscheinlich verlieren, ne? Ende der ersten Runde. Ja. Na, Herzberg, die Runde geht an Herzberg, würde ich sagen. Also nachdem Hergert ganz gut gestartet ist, hier sehen wir auch ein paar gute Aktionen, aber Herzberg hat hier einfach mehr Schaden an verursacht am Ende. Der Mann von der Fight School Hannover. In der Zeitlupe sieht man, da sind einige schöne Treffer gewesen, die Herger setzen konnte. Aber die erschüttern Herzberg gar nicht. Also der hat auch das, was immer so als Nehmerqualität bezeichnet wird. Was sicherlich nicht gerade anzuraten ist. Ja, Nehmerqualitäten hat man oder man hat sie halt eben. Seconds out, Betreuer aus dem Ring. Seconds out, please. Nicht so sehr trainieren. Also man, klar, man kann seine Nackenmuskulatur trainieren, aber wir haben es vorhin im Backstage schon gehabt, ne? Das Gehirn hat einen Zähler, einen eingebauten Zähler, und der abgelaufen ist. Das kann man nicht trainieren, aufs Gesicht geschlagen zu bekommen. Das kann man nur. Man kann Ladies and Gentlemen, bewegen Sie Ihre Hände, es geht in die zweite Runde. Zweite Runde, Herzberg gegen Hergert. Ringfrei, Runde 2, Second Round. Es ist schwierig manchmal, die Leute auseinanderzuhalten. So, was haben wir hier? Etwas zu nass. Die Ecke hier. So, wie werden Sie vorgehen? Herzberg hat sich jetzt wirklich am Boden dann doch noch behaupten können. Herger muss versuchen, oben zu landen. Wenn der Herzberg wirft, muss er versuchen, oben zu landen. Oder er versucht es weiterhin im Stand. Herzberg hat so ein bisschen was von Ralf Möller. Irgendwie hat er gerade ein bisschen was von Ralf Möller gehabt. Stimmt, jetzt so von der Gesichts. Ja, von den Gesichtszügen her. Von der Kopfform her. Der Gladiator-Darsteller. Oh, schön abgetaucht hier zum Bodylock. Und wenn er ihn jetzt werfen kann und oben landen kann, dann ist das gut. Und vor allen Dingen hat Ralf Möller in Gladiator einen Germanen gespielt, der Hermann hieß. Oh, wirklich? Ja. Cineast hier, hä? Ja, so ein paar Sachen merke ich mir dann doch noch. Und Hergert wirft ihn jetzt hier gleich. Nicht ganz. Oh, aber jetzt hier. Schön, und er ist oben gelandet. Das ist auch so ein Phänomen, was mir aufgefallen ist, wenn so ganz schwere Leute, sie sind schwer zu Boden zu kriegen, sie sind schwer zu drehen, aber wenn sie dann mal auf dem Rücken sind, es ist für sie auch unglaublich schwer, wieder hochzukommen. Einfach das Gewicht wieder nach oben zu bringen, kostet eben Energie. Und das wird jetzt die entscheidende Position in diesem Kampf sein. Hergert versucht die ganze Zeit, Herzberg zu werfen. Schafft er es, ihn am Boden zu halten? Schafft er es, ihn zu kontrollieren? Da ist es eine wunderbare Kontrollposition. Also Fakt ist, Hergert darf nicht in die Rückenlage geraten. Nein, da haben wir gesehen, da hat er verloren. Wenn Herzberg es wirklich schafft, nochmal raufzukommen mit seinem Gewicht und dann aber auch noch mit Wucht und mit Schlägen dann da weiterarbeitet, dann hat Hergert keine Chance. Ja. Jetzt, er muss jetzt was draus machen. Er kontrolliert ihn hier sehr gut. Macht aber hier aber lässt ihn jetzt aufstehen. Ja, und da ist wieder Herzberg. Wenn er das jetzt hier durchholt, dann kann er... Ja, sehr stark. Jetzt ist er oben. Oh, jetzt hat Hergert große Probleme. Jetzt hat Hergert große Probleme. Da hat er die erste Runde in meinen Augen abgegeben. Ja. Herzberg muss aufpassen. Der linke Arm ist noch zu... Ja, der linke Arm war zwischen den Beinen. Da kann man den Kopf nach unten schieben und kann eine Triangle daraus machen. Also setzt jetzt mehrfach das Knie zum Körper an von Hermann Hergert. Ja, am Boden ist es erlaubt, das Knie? Da ist es erlaubt, ja. Es sind auch Ellbogen zum Körper erlaubt. Und Herzberg sehr stark. Ja, jetzt schiebt er sich einfach langsam drüber. Ja, das ist nicht aufzuhalten. Ja. Eine schwere Decke, die sich über ihn draufbringt. Und da hat Hergert in der ersten Runde verloren. Und da nimmt er jetzt auch wieder harte Treffer. Yeah!
das wird schwer. Das war schon in der ersten Runde schwer für Hermann Hergert, da rauszukommen. Ja, also Respekt an Hergert, dass er diesen Kampf angenommen hat. Aber jetzt sieht man hier eben einfach, das ist... Sorry, es sieht gerade aus, als ob der große Bruder auf dem kleinen Bruder drauf sitzt. Und der kleine Bruder ist halt eben einfach zu klein und zu schwach, um da wieder rauszukommen. Und das ist halt eben einfach so. 10 Kilo, das ist halt eben einfach klar, wenn man... also wenn Schwergewichte gegeneinander kämpfen, dann kann das auch gut sein, dass die mal 10 Kilo... Also richtige Schwergewichte. Oh, und Hergert, kommt er noch hoch? Ja, der zeigt Herz hier. Der zeigt Herz, der Hergert. Ja, jetzt muss er weiter, jetzt muss er gucken. Oh, Hinterkopf, da muss der Ringrichter. Das sah für mich jetzt aus wie ein Hinterkopfschlag. Oh, da kommt er gerade nicht mehr raus. Boom, oh, das war eine Minute. Ich befürchte, das war das letzte Aufbäumen von Hermann Hergert. Ja, er hat doch die Beine hier überkreuzt. Warum macht er das? Also er stellt hier die Beine auf. Er müsste mehr die Hüfte einsetzen, um hier rauszukommen. Ja, Herzberg arbeitet das hier runter. Noch 30 Sekunden, das wird es wohl gewesen sein. Aber der gibt nicht auf, Tatsache. Und jetzt dreht er ihn doch nochmal. Schau an, Hermann Hergert, der Kämpfer hier aus Hamburg. So. Aber die Zeit, die läuft unaufhörlich. Nee, da hat er auch einfach nicht mehr die Power. Er hat viel Energie am Boden verloren. Herzberg kann einfach liegen bleiben und das Ende des Kampfes abwarten. Dem geschieht da nichts mehr. Ja, sehe ich auch so. Ende der zweiten Runde, Ende des Kampfes. Ein schwergewichtiges Duell. Und beide sind gezeichnet. Hermann Hergert werden und bei den Profis der erste Sieg wiederum für Sebastian Herzberg. Ja, der hebt den Arm zurecht. Das ist sein Kampf gewesen. Aber ich glaube, Hermann Hergert, der braucht sich da nicht grämen. Der hat dieses Duell gern angenommen, weil eben sein Gegner, sein geplanter Gegner abgesagt hat. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, geben Sie beiden Kämpfern einen Applaus, der der Gewichtsklasse angemessen ist. Ladies and Gentlemen, wenn Halbschwergewichter oder Schwergewichter über die Runden gehen, ist das ein Qualitätsmerkmal. Die haben so viel Dampf drin, dass es eigentlich schnell zu Ende geht. Dass zwei Leute bis zum Ende durchgehen, heißt, die haben was zu bieten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das offizielle Urteil, der Sieg geht mit 3:0 Richterstimme in die blaue Ecke an Sebastian Herzberg. Das Mettbrötchen hat sich hier durchgesetzt. Das geht völlig in Ordnung. Sebastian Herzberg feiert seinen ersten Sieg als Profi im MMA. Und für Hermann Hergert ist es sehr unglücklich gelaufen. Er war auf Platz 6 im Ranking. Weiterer Sieg, dann wäre vielleicht schon in einem halben, dreiviertel Jahr vielleicht ein Titelkampf drin gewesen. Ja, dass er jetzt den Kampf angenommen hat, mutig. Aber man muss natürlich immer sehen, wie sind denn die Siegchancen? Wie sind denn die Chancen, dass ich da halt eben... als Sieger da hervorgehe und bei 10 Kilo Gewichtsunterschied, das ist schon... Oh, das ist ein K.O. Ein One-Punch-Knockout. Wow. Von Wahnsinn, Markus Sieg. Wunderbar. Was eine Wendung der Ereignisse. Das lädt man mal ein Kampf. Und die Sätze alle... Respekt an Marcel. Schaut es euch an. Boom! Ah. Oh, noch mehr. Oh! Das war. Stopp. Das dürfte hinten sein. Oh!
K.O. des Abends. Wow, bisher. Wahnsinn, was für ein Knie. Hat auch gleich versucht, den Kick von... Oh! Seltene Technik. Sensationell. Direkt aus der Bodenlage heraus. Holt aus. Und hier links. Und boom! Ladies and Gentlemen, ich hoffe, Sie haben auf die Anzeigetafel geguckt. Platz 1 wird gerade von den K.O.s angeführt, von so einem Kleinen, der einen unglaublichen Tritt hat. Und ich habe eine gute Nachricht. Den sehen wir heute noch. Der macht nämlich einen Hauptkampf. Bis es allerdings soweit ist, habe ich auch noch zwei Big Shots anzusagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir im Cage Islam Jabrailov. Hey, ich bin Islam. Ich komme vom MMA Evolution. Jetzt geht's los. Ladies and Gentlemen, in den aber Cage Islam, ich steigt viele Kämpfe von ihm gesehen, ist immer unterhaltsam. Moin Hamburg, ich hoffe, ihr hattet bis jetzt einen geilen Abend. Jetzt kommt ein spektakulärer Kampf. Emanuel hier von Combat Club Cologne gegen Islam Jabrailov. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Lust wie ich jetzt. Let's go. Ja, Emanuel Ukubay hier vom Combat Club Cologne. Könnte ein Klassenkampf werden oder der Klassiker zwischen Grappler und Ringer, aber sie können beide eben alles. Ladies and Gentlemen, 70 Kilo, Unified Rules, Steffen Ramelow und die beiden Protagonisten, Emanuel Ukubay und der Islam Bouts Jabrailov. Ganz ehrlich, wenn ich so hingucke und Ismail Jabrailov so sehe, dass der hier ja spontan eingesprungen ist, quasi aus der kalten Hose startet und doch so fit aussieht, du ganz ehrlich, so eine Hose kaum ihm auf. Ja, das ist krass, aber das Problem ist, er ist sehr viel leichter als, oder was heißt sehr viel leichter als Ukubay? Jabrailov ist jemand, der schnell, ich habe ihn damals kämpfen sehen, der hat mit 18 direkt angefangen, MMA-Kämpfe zu machen. Und ich weiß noch, das war, glaube ich, an seinem 18. Geburtstag hat er seinen ersten Kampf bei Wheel of MMA gehabt. Und ich weiß auch, dass er gar keinen Mundschutz dabei hatte. Der hat dann hinten im Backstage hat er dann den Wasserkocher genommen, um sich einen Mundschutz dann anzupassen, den er kurzerhand, oh, schöne Aufwärtshaken, den er kurzerhand bei Intersport gekauft hat. Also der Typ hat wirklich Balls. Oh, und auch eine schöne linke Overhand. Trifft gut hier. Wechselt immer die Auslage. Kommt doch mal mit einem Highkick. Emanuel steht ja sehr dicht. Versucht hier kein Risiko einzugehen. Oh, sehr schöner Takedown. Jetzt ist er in der Guard-Position, hält die Rubber Guard. Er benutzt also quasi das rechte Schienbein und die linke Hand und bindet damit quasi den Oberkörper von Islam an sich. Das nennt man Rubber Guard. Das ist etwas, was Eddie Bravo erfunden hat. Das ist ein Jiu-Jitsu-Kämpfer aus den Vereinigten Staaten. Da hat das wieder, das ist sehr Submission-anfällig. Wenn man weiß, was man daraus macht, hier mit dem linken Ellbogen hält er den Oberkörper auf der Innenbahn. Und der andere Arm, der linke Arm, ist jetzt gefährlich exponiert. Das heißt, wenn Islam jetzt den rechten Arm irgendwie rausziehen sollte, aber er macht genau das Richtige, ist der linke Arm gefährdet. Aber was man genau dort machen sollte, wäre den Kopf zu greifen, nach vorne zu gehen und diesen Griff hier quasi... Aber hier, Emanuel arbeitet am Armhebel. Oh, stark. Passiert aber eine knallharte Linke in dem Fall. Verdammt gut getimt. Das war nicht unbedingt, das war schon hart geschlagen, aber es war auch verdammt gut getimt. Emanuel probiert sich hier an den Submissions. Er wird hier auf eine Triangle versuchen zu gehen. Oder auf einen Armhebel. Schön, schön, schön. Und für so einen 19-Jährigen. Aber sieht das selbstgeschoss. Ja. 19-Jährigen. Ja, da langt er wirklich ganz schön in die Seite. Ja, ja. Aber er muss eher aufpassen. Hier der rechte Arm, den darf er nicht rausziehen. Ansonsten landet er in der Triangle. Ja, genau, er macht genau das Richtige. Er geht nach vorne durch. Und jetzt der linke Arm. Oh, das ist echt interessant und spannend hier. Weil Emanuel macht das gar nicht so schlecht. Und Jabrailov macht aber auch die Verteidigung sehr gut. Und Stiff Arm Escape. Schön, für einen 19-Jährigen gute Kontrolle. Ich finde es fast schade, dass Islam schon so viel Profikämpfer hat als 19-Jähriger, weil seine Bilanz ist etwas durchwachsen. Und er könnte, wenn er ein bisschen später gestartet hätte, jetzt gefällt er mir sehr viel besser. Ich weiß noch, bei seinem ersten Kampf ist er direkt in der Triangle reingelaufen. Jetzt weiß er, jetzt versteht er das Spiel ein bisschen besser.
was er vermeiden muss, wie er seine Stärken einsetzen kann. Was mich beeindruckt hat bei Islam Dzhabrailov, der hat über 500 Kämpfe im Ringen schon ausgetragen. Mhm. Also der muss wirklich seit frühester Kindheit an beim Ringen dabei gewesen sein. Und als er im Alter dann war, ich weiß gar nicht, die Ringer auch so mit 10 Jahren erst richtig anfangen, offiziell Wettkämpfe zu machen, da muss der im Prinzip jede Woche dran gewesen sein. Ja, ja. Oh, ein schöner Wurf. Oh nein. Oh, das ist jetzt ein Fehler hier. Jetzt geht er in die Guillotine. Das hatten wir schon mal hier von Ali Shams. Er sitzt direkt hier vor uns und der Griff ist nichts. Der kostet nur Kraft. Der kostet nur Kraft. Und ja, jetzt er merkt es auch. Jetzt lässt er auch davon los. Ali Shams hat genau das Gleiche gemacht und das hat ihn zwar jetzt nicht den Sieg gekostet, ne? Ah, Islam macht das ganz gut hier, ja. Jetzt muss er aufpassen, dass er nicht in der Backmount landet. Ah, stark, sehr gut. Sofort setzt er eine Aktion. Das heißt, aus dem Herausdrehen, dem Halbaufstehen, schon wieder ein Schlag. Ja, das hat Gianni Ribeiro schon gesagt. Man catcht die Leute in den Transitions, also in den Übergängen. Also wenn beide festhalten, dann ist es schwer, sich da herauszuarbeiten. Aber jetzt gerade eben hatten wir eine Aktion. Sie haben sich bewegt. Und daraus ist eine Lücke entstanden, in die dann Islam jetzt hineinschlagen konnte. Er macht das wirklich sehr gut. Also dafür, dass er hier so kurzfristig eingesprungen ist. Feine Arbeit. Ich habe nur Angst, dass er sich hier in das Submission noch hineinbegibt. Ja, Islam spielt das jetzt kurz noch hier runter. Oh, Vorsicht, Armhebel. Wischte nochmal richtig rein. Ende der ersten Runde. Die erste Runde ging in meinen Augen nach in die rote Ecke Richtung Islam. Der hat die besseren Würfe gemacht, hat auch die härteren Schläge angesetzt. Emanuel hat hier mit seiner Rubber Guard nicht wirklich Erfolg gehabt, obwohl es da immer die Gefahr der Submission da ist. Die Runde, die sollte er auf jeden Fall haben, denn gerade eben war es auch hier in der Zeitlupe zu sehen. Wenn dann mal auch Treffer durchkamen, dann waren sie von Islam Dzhabrailov. Das war natürlich eine sehr spektakuläre Aktion gerade. Nur er wirkte jetzt dann zum Ende der Runde hin und auch beim Aufstehen. Seconds out. Betreuer aus dem Das Ring. Ist normal. Out, ich meine, er wird keine Vorbereitung gemacht haben. Er wird jetzt wahrscheinlich gerade hier in der Ringerliga, in der er gerade ist, würde wahrscheinlich gerade kämpfen. Ladies and Gentlemen, ja, Sie sehen zwei Könner bei der Arbeit zu. Bitte respektieren Sie, was die Jungs da machen. Und am besten mit einem lauten Applaus. Ring frei zur zweiten Runde, Second Round. So. Emanuel Lukubait, der kriegt die klare Ansage, du hast keine Zeit zu verlieren. Also die wissen, der liegt hinten. Der muss die Runde auf jeden Fall holen oder natürlich am besten versuchen, vorzeitig zu gewinnen. Ja, und jetzt drückt er auch. Oh, schön, Spinning Backfist, aber die lacht Emanuel einfach weg. Der kommt nach vorne, macht die ganze Zeit Druck und Islam will sich aber nicht stellen lassen. Manuel, der könnte jetzt natürlich ein bisschen gucken. Er ist ein bisschen schwerer und er dürfte noch etwas fitter Schöner sein. Schöner Wurf. Wieder die Rubber Guard. Das scheint sein Ding zu sein. Ah ja, wenn er den Kopf hier durchschiebt, dann hat er natürlich auch ein Problem. Hip-Arm Sweep. Oh, Triangle-Eingang. Ja, Hip-Arm Sweep zum Triangle-Eingang. Letztens vor ein paar Wochen erst geübt, deswegen ist mir die Technik noch ein bisschen im Kopf geblieben. Aber bitte die Situation wie gerade zum Ende hin, der ersten Runde. Dzhabrailov steht da, glaube ich, sogar freiwillig auf, weil er merkt, da kommt er nicht weiter.
Und jetzt müsste er sich um ihn rumbewegen. Jetzt müsste er ein bisschen leichtfüßiger sein. Da fehlt ihm, glaube ich, jetzt wirklich die Fitness. Er steht so ein bisschen unentschlossen da, Islam Dschabrailow. Jetzt setzt er an. Na klar. Da wirft er ihn wieder. Es kommt keiner von beiden Kämpfern jetzt in eine Position oder in eine Situation, in der er Entscheidendes anstellen kann. Gabrielov, der wirkt so ein bisschen müde jetzt so langsam. Obwohl er oben auch. Er ist, glaube ich, auch etwas vorsichtig. Also er weiß, Emanuel könnte ihn im Stand vielleicht ausnocken. Emanuel könnte jetzt mit irgendeiner Submission schnell hineinkommen. Deswegen, er spielt auf Nummer sicher. Also er kommt nach vorne, er ringt ihn jetzt hier am Boden schön kaputt. Er muss natürlich immer aufpassen, dass er jetzt nicht irgendwie in einen Armhebel oder in eine Triangle hineinkommt. Und Emanuel ist gefährlich. Also er versucht die ganze Zeit, einen Arm zu isolieren und den Kopf zu isolieren. Das öffnet immer Möglichkeiten für Triangle und auch für Armhebel und so weiter. Und deswegen, ja, Dschabrailow versucht gerade Haus zu halten. Und hier ist er ja immer wieder gefährlich hier, also wenn er oben ist. Wenn er oben ist und dann versucht zu schlagen. Was bringt jetzt Punkte? Was wird jetzt gerade noch gewertet? Was hier gerade noch gewertet wird? Die Kontrolle von Dschabrailow. Also wenn Emanuel jetzt hart schlagen würde hier zum Kopf, dann würde er auch eher dafür Punkte kriegen. Aber das sind ja nur so Wischer, das ist jetzt nichts, wo er jetzt ihm irgendwie groß Schaden zufügt oder so. Dann richtet sich mal kurz auf. Ja, um dann zu schlagen, ja. Das war auch die letzte Minute. Oh ja, da muss er aufpassen, dass er ihn jetzt nicht dreht. Emanuel dreht sich hier schön ein, er kann hier raus einen Sweep, also eine Drehung machen. Dann versuchen Islam hier zu drehen oder zu einem Armhebel zu gehen. Jetzt ist er passiert. Ich denke, das wird es gewesen sein. Hält ihm hier den Mund zu, ist auch gut. Nimmt ihm den Atemrhythmus. Schwer zu punkten, die Runde. Ja, für mich ist eindeutig, dass Dschabrailow hier gerade geht. Er kontrolliert, sicherlich. Also, für mich ist er derjenige, der jetzt gerade hier den Kampf macht. Also so sehe ich das. Also in der ersten Runde war es ja auch besser und jetzt macht er noch etwas, damit er die Runde voll gewinnt. Ende der zweiten Runde, Ende des Kampfes. Islam hat viel riskiert, ist kurzfristig eingesprungen und hat alles gewonnen. Sehr stark. Hat er gut gemacht. Also ich denke, mit der ersten Runde und jetzt der, in der sicherlich der aktivere war, das müssen jetzt zwei 10-9 Runden gewesen sein eigentlich. Also nach meiner Rechnung. Gewertet wird wie? Auch das nochmal vor dem Hauptkampf, damit da nochmal die Leute wissen, okay. Effort to finish the fight. Es geht darum, ich möchte sehen, dass die Kämpfer versuchen, den Kampf zu beenden. Das kann man halt eben machen mit Schlägen und Tritten. Oder man kann es halt eben machen, indem man versucht... Meine sehr verehrten Damen und Herren, finden Sie das auch so schön, wenn zwei Leute hier drin sind, die wissen, was sie tun? Ich finde es großartig. Ihr Applaus für Islam Barz, Dschabrailow und für Emanuel Okubay. Und dann gibt es pro Runde 10 Punkte, die vergeben werden. 10-Point-Must-System, also der Sieger muss immer 10 Punkte erhalten. Also es gibt jetzt nicht keine 9-9 Runde oder sowas. Einer gewinnt die Runde und derjenige bekommt halt 10 Punkte. Man kann 10 Punkte bekommen und der andere erhält dann 9 Punkte oder 8 Punkte oder 7 Punkte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wir haben ein offizielles Urteil. Kämpfe über die Distanz, ich habe es bereits erwähnt, sind ein Qualitätsmerkmal. In dem Fall war es 5 Sterne MMA. Die Judges waren sich einig. Drei Finger zeigten auf Islam Barz Dschabrailow. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
So, und damit dürfte er ganz sicher der erste Herausforderer sein im Federgewicht. Da war die Nummer 2 auf der Liste. Das war sein 5. Kampf bei We Love MMA. Und so jung wie der ist mit seinen 19 Jahren, das war garantiert nicht der letzte Auftritt hier in diesem Cage. Die härtesten Kämpfer. We Love MMA ist der Hammer. Ich liebe diese Veranstaltung. Live in deiner Stadt. Hast du schon dein Ticket? Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kampf Nummer 14. Es ist der Hauptkampf, es ist das Main Event, es ist der letzte Kampf und ich möchte beinahe sagen, leider, weil es ist nämlich schön hier, es macht Spaß, wir haben geile Kämpfe, es ist eine wunderschöne Halle und wir haben das geilste Publikum hier in Hamburg, oder? Okay. Dann sind wir uns ja einig und ich hätte ganz gerne so richtig, richtig Lärm in der Bude. Für Aschab Elishanov! Hallo, ich bin Aschab Elishanov. Ich bin von den Gorilla Gym Hamburg und heute Abend, ich werde alles geben für den Sieg. Kommt vorbei, schaut euch die Kämpfe an. We are ready. Ja, ein sehr bescheidener junger Mann, der jetzt hier in die Höhle des Löwen kommt. Und zu Michael Jackson einläuft. Ja, ist immer wieder interessant, was die Kämpfer sich so raussuchen als Begleit, als Einlaufmusik. Und der, muss man sagen, der spurtet hier rein. Oh ja. Da kam weder die Kamera mit, noch die Leute vom Licht. Noch der Fokus. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob sie nochmal zurückgeholt haben. Ich glaube, den haben sie jetzt wirklich nochmal eingefangen hier mit dem Lasso. Er zieht sich hier direkt schon auf. Na, er steht schon vorne. Das ging so blitzartig. So, ich glaube, da muss man nicht viel mehr erklären zum Thema, wer ist hier entschlossen und wer will was. Ja, Aslab Elishanov, den Namen kennen Sie wahrscheinlich nicht, aber das, was der junge Mann leisten kann. Denn er hat letztes Jahr das K.O. des Jahres, ich habe es damals schon prognostiziert, das ist der K.O. des Jahres gewesen. Ein Abkick-K.O., das heißt, er lag vor seinem Gegner. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, zu meiner Rechten stehen 61 Kilogramm nach oben in Richtung seines Gesichtes Dynamit. Und heute beim Einliegen, punktgenaue Landung in der Gewichtsklasse. So ein Typ, den man einfach gern haben muss, bis er anfängt, einen zu schlagen. Er hat nicht viel Zeit gebraucht, um sich den Respekt der gesamten Szene zu verdienen. Er führt die Liste des erfolgreichsten K.O.s aus den letzten Jahren. Und ganz ehrlich, die Fachleute erwarten noch viel von ihm. Meine sehr verehrten Damen und Herren, geschmiedet in den Feuern des Gorilla Gym, scharf geschliffen von Mehmet Yüksel persönlich, aus Hamburg, Aschab Elishanov! Der Killer-Kick aus Hamburg, den Namen hat er sich wirklich erarbeitet. Aschab Elishanov. Mit seinen 22 Jahren, immer noch am Beginn erst der Karriere, hat schon dreimal gekämpft bei We Love MMA. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war nicht einfach, einen würdigen Gegner zu finden, aber er wurde gefunden. Ladies and Gentlemen, der Mann hat einen ausgesprochen weiten Weg hinter sich und er kommt daher, wo das Leben hart und entbehrungsreich ist. Er vertritt die Finn Fighters aus Turku, Finnland. Hanan Hosmand! I'm Hanan Hosmand, living in Finland from Iran, and tonight is gonna be a huge night, and I'm gonna do all my things to win that fight. Hanan Hosmand, sehr interessanter Werdegang bzw. sehr interessante Herkunft. Ein Iraner, der in Finnland lebt. Kampf Nummer 14. Main Event des heutigen Abends. Zwei großartige Kämpfer.
Leichtgewichte. Schnell, zäh, tückisch, Hartende, großartige Taktik. Und sie sind sehr, sehr, sehr gut trainiert. Ladies and Gentlemen, gucken Sie zwei Könnern bei der Arbeit zu. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Hanan Usman und Ashab Elishanov. Internationales Duell hier als Main Event. Da bin ich gespannt. So, da gibt es nochmal die letzten klaren Ansagen hier von Steffen Ramlow. Wobei ich glaube, bei den beiden, da ist gar nicht nötig, die noch auf viele Dinge hinzuweisen. Second House für drei aus dem Ring, Ring frei. Ashab hat hier einige Male hinten auf dem Rücken, das ist vom Schröpfen. Ja, so die roten Kreise. Ja, diese roten Kreise, ja. Schlingen. Elishanov genauso. Beide schwingen hier. Da liegt ein K.O. in der Luft. Jetzt bin ich mal gespannt, wessen Ring hier besser sein wird. Das des Tschetschenen oder das des Iraners / Finnen. Ja, das Iraner, der in Finnland lebt, das ist schon so auf halbem Weg nach Irland. Kann man schon durchgehen lassen. Ein angehender Ire. Ja, es ist sehr interessant zu sehen, die Stile, die Nationen, die aufeinandertreffen. Oh, Upkick! Upkick! Er will es wiederholen. Ja, ich wollte gerade sagen, da sollte er es wiederholen. Da muss man nicht zu nah rankommen. Ja, Anan hat das bestimmt, schöner Technical Stander, hat das bestimmt gesehen. Ist darauf vorbereitet. Ah, sehr schön. Ein kleiner, schüchterner Junge, aber er kann kämpfen. Dass es eine Pracht ist. Ich sehe ihn gerne kämpfen. Ich sehe ihn sehr gerne kämpfen. Jetzt hat aber Husmann zweimal getroffen und mit dem Knie noch nachgezogen. Er wird ein bisschen kräftiger, ein bisschen bulliger, wenn man das in der Gewichtsklasse überhaupt sagen darf. Ja, hatte die Deckung aber schön oben. Oh, kurz angeklingelt. Ich sag's doch, beide, das Kinn nach unten. Und Usman hat genug jetzt hier gerade im Stand, deswegen bringt er Elishanov auf den Boden. Und er hat dann einen Cut am Auge, Usman links. Blutet schon stark. Ist die Frage, ist das jetzt von der Schlagwirkung oder ist das eventuell, weil die beiden sich... Ja, aber er stellt jetzt hier auf, weil der Ringrichter sich das... Okay. Weil ich dachte, vielleicht wollte, dass der Arzt sich das anschaut. So. Elishanov geht hier schön nach vorne, wirft ihn jetzt selber. Stark. Applaus. Stark. Stark, dass er jetzt hier den vermeintlich kräftigeren Mann runterbringt. Stark. Jetzt bin ich mal gespannt. Kann er ihn unten halten? Oh, Guillotine. Oh, Usman. Oh, tief drin. Das kann es gleich gewesen sein. Das kann es gleich gewesen sein. Da muss Elishanov aufpassen. Die ist tief drin. Da muss er jetzt versuchen, den Hintern nach oben zu nehmen. Die Beine abzustreifen. Sonst tappt er. Oh, noch tiefer. Wenn er die Beine hier über den Arm bekommt und dann auch noch schließen kann. Das ist mies. Das ist eine sehr, 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 sehr verzwickte Position. Oh, kommt er raus. Sehr schön. Wow. Das war ganz stark gemacht von Ashab Elishanov. Wow. Dieser Kampf erfüllt wirklich die Versprechungen eines Main Events. Ja, und der blieb auch ruhig, der wurde nicht hektisch. Ja. Er wollte nicht gucken, dass er da schnell rauskommt, sondern der hat es sauber gelöst. Macht er sehr klug. Die Hose rutscht ihm nur gleich runter. So, jetzt. Respekt, eine Minute noch. Oh, Triangle. Oh, shit. Verzeihung.
Aber Elichanov gerade von der 1-Submission zur nächsten. Da muss er rauskommen. Ah, da kommt er raus. Stark. Gute Verteidigung. In dem jungen Alter. Sehr stark. Hält auf jeden Fall die Position bei, bleibt oben auf. 15 Sekunden noch. Ende der ersten Runde. Starke Runde, tolle Runde von beiden. Arshav Elikhanov und Hanan Husman. Beide hatten sie ihre Momente in dieser Runde. Also die saubere Linie, die kämpft er Elikhanov. Husman ist dann, wenn es jetzt so an den Boden geht, der härtere vielleicht. Starke Runde, ich wüsste jetzt nicht, wem ich sie geben würde. Das wäre mir gerade die nächste Frage gewesen. Ich könnte es jetzt auch nicht sagen. Ich hätte jetzt sozusagen gehofft, dass du so eine Tendenz hättest erkennen können. Die Guillotine war schon eng, muss man sagen. Also Effort to finish the fight war da. Ist schwierig. Ganz knapp vielleicht dem Finnen. Aber also ja, knapp dem Finnen, aufgrund der Submission. Aber hier der Schaden durch den Cut. Ich Second Sound, betreu aus dem Ring. Second Sound, please. Asab etwas bessere Treffer im Stand hatte. Ladies and Gentlemen, letzte Gelegenheit, den Leuten nochmal zeigen, wie ihr den Sport, die Kämpfer und die Veranstaltung findet. Das kann ruhig noch ein bisschen lauter werden. Ringfrei zur zweiten und letzten Runde. Asab fit, geht hier direkt wieder nach vorne. Die letzte Runde der Jubiläumsveranstaltung, der 50. Wheel of MMA Veranstaltung. Die hat jetzt begonnen. Ja, ich glaube, er macht es auch schon schlau, dass er dann wieder weggeht. Dass er sich nicht versucht, da unter einem Schlagabtausch zu stellen. Arshav Elikhanov. Jetzt ein bisschen ruhiger. In der ersten Runde haben sie noch Bilder hingehauen. Und noch Husman, der schaut jetzt noch genauer. Ja, und trifft hier. Und wieder Takedown, schön getimed. Wem spielt's dann eher in die Karten, wenn die Kämpfer am Boden sind und die sind vor allen Dingen nah dann außen dran? Am Zaun. Der hat dann vielleicht den Vorteil. Naja, der Mann, der unten ist, kann den Käfig natürlich nutzen, um aufzustehen. Aber es kommt natürlich drauf an. Husman könnte das genauso gut auch nutzen, um ihn an den Käfig zu pinnen. Auf jeden Fall, der Obermann ist in der besseren Position. Der Untermann muss von hier aus rauskommen. Der Untermann kann von hier aus kaum schlagen, kaum Submissions ansetzen. Oh, wir sehen jetzt hier den Ansatz eines Darth-Jokes. Usman versucht hier den rechten Arm durch, hat den Darth-Choke auch schon drin. Den müsste er jetzt nur noch finishen. Das ist ein sehr, sehr ungemütlicher Choke, weil er zum einen gegen das Genick geht. Oh, da kommt er nochmal raus. Sehr stark. Mein Gott, Elikhanov. Wie macht er das? Stark. Wie macht er das? Jedes Mal windet sich raus. Er ist einfach zäh. Ich weiß so, dass ich letzte Woche mit ihm gesprochen habe. Und irgendwie hat er gemeint gehabt, so, ja, wir hätten mal miteinander trainiert irgendwie. Und ich weiß noch, dass ich da, als ich damals da in einem Gym war, mit einem ziemlich zähen Tschetschenen da trainiert habe. Und ich glaube, es war Elikhanov. Ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern, aber ich weiß, dass er ein sehr zäher Typ ist.
Er macht das gut. Jetzt liegt er vorne. Mein Usman hatte gerade hier einen Darth-Choke drin. Ne? Und das kann natürlich auch den Kampf beenden. Aber jetzt hier, wer den Damage macht, das ist hier wieder Elichanov. 2 Minuten noch. Wenn er in der Position bleiben kann und weiter Schläge anbringt, dann geht der Sieg in meinen Augen dann nach Hamburg. Wenn er den Kopf dabei lässt, wenn er kühl bleibt, wenn er smart bleibt, wenn er sich nicht irgendwie eine Triangle wieder bringen lässt. Es wird so abgeklärt. Ja. Der Ascha Velichan noch mit 22 Jahren. Da kommt keine Hektik auf, egal in welcher Bredouille er sich da gerade befindet. Dann geht das fließend ineinander schön, über. Sondern gut sofort passiert. Selber guckt, wie er wieder Vorteile erlangt. Was schön passiert ist jetzt hier in der Side Control. Und Usman muss jetzt hier arbeiten, dass er irgendwie wieder nach oben kommt. Er hat noch eine Minute 15. Ja, es ist ja nicht so, dass er es nicht probiert. Der Finne hat dann Usman, aber kommt nicht raus. Oh, und jetzt ist er wieder. Oh, das hätte Elichanov noch nicht machen sollen. Das war sehr unüberlegt, wie er jetzt hier rübergestiegen ist. Und Usman hat ihn jetzt geradewegs gedreht. Und er ist im Problem. Ah, diese so saubere Runde jetzt könnte er noch mal ein bisschen abgeben hier. Das ist sehr schwer. Ich möchte nicht in den Schuhen der Judges stehen. Schauen wir erstmal, was er noch draus macht. Diese 30 Sekunden, die er noch hat, Adan Usman. Und Mount-Position. Dann muss er jetzt aber irgendwas noch zeigen. Elichanov weiß, er muss hier rauskommen. Er kann die Runde nicht so enden lassen. Sekunden noch. Jetzt braucht er einen Kraftakt. Er muss hier oben landen. Ja, er versucht, er setzt die Beine nochmal an, aber das. Man unterbindet das jetzt alles. Ende der zweiten Runde. Oh, das wird ganz, ganz schwierig. Das wird ganz, ganz eng. Ganz ehrlich, liebe Zuschauer, ich weiß nicht, wer diesen Kampf gewonnen hat. Also ich glaube, es wird nun entschieden. Ich glaube, es wird nun entschieden. So, Usman reckt die Arme hoch. Elichanov, der geht ruhig gefasst in die Ecke. Er wäre eigentlich die ganze Zeit schon sehr konzentriert, alles bei ihm. Ja, aber das ist ein Fehler, gerade jetzt zu Ende. Es ist so, du musst die Punktrichter überzeugen. Du musst selber dran glauben, dass du gewonnen hast. Und Usman zeigt mit dieser Geste, ich habe gewonnen. Jetzt ist es auch. Jetzt hat man es ihm wahrscheinlich auch gesagt. Das Asap hier. Jetzt zeigt er die Euphorie, die man von einem Sieger sehen muss. Ja, er hat auch einen starken Kampf gemacht, also zu Recht. Er kann, kann sich erstmal hier präsentieren nochmal, kann sich auch gerne den Beifall abholen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor der offiziellen Urteilsverkündung, na, die Tradition habe ich ja schon erklärt. Mein Vorschlag wäre es, für die Kämpfer zu stehen. Die haben es mehr als verdient. Auf die Füße, Standing Ovations für Ascha Velichanov und Adan Usman. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ein ausgesprochen knappes Ergebnis, aber alle drei Judges waren sich einig. Die sahen diesen Kampf als Draw, als unentschieden.
Moment, Moment. Ich darf vorstellen, Aschab, schon bekannt. Der will ein paar Worte sagen. Mal gucken, was er zu sagen hat. Yeah! Guten Abend, Hamburg! Yeah! Yeah! Es tut mir leid, das hat nicht für einen Sieg gereicht. Aber das nächste Mal, ich werde rasieren. Ich werde alles geben. Ich werde noch stärker zurückkommen. Dankeschön an alle. Danke an meinen starken Gegner aus Finnland, extra hier gekommen. Nur Respekt. Vielen Dank. Vielen Dank für ganz viel Lob. Ich bedanke mich an mein Team, an Aiten, an Timers, an Mamed Düksel, Marco, an mein ganzes Team hier, die für mich dabei waren. Das ist erst nur Anfang. Das ist erst nur der Anfang. Ladies and Gentlemen, das waren wahre Worte. Auch nochmal vielen Dank an Haman Usman. Großartiger Kampf. Rematch wäre okay. Es war der beste Kampf des Abends, soweit ich weiß. Mir bleibt noch mich zu verabschieden. War schön hier in Hamburg. Hummel, Hummel. Das geht doch hier oben. Wir sehen uns nächstes Jahr. Bis denn. Tschüss. Und auch von unserer Seite noch vielen Dank, dass Sie dabei waren, diesen Abend zu dem gemacht haben, was es war, nämlich das große Jubiläum zum 50. Mal We Love MMA. Sascha, dir gebührt sozusagen ja, die Ehre der abschließenden Worte. Danke, dass du dabei warst, mitgeholfen hast, wieder bei der Kommentation. Ja, seid auch dabei am 14.12. in Berlin. Dankeschön nochmal, Daniel, wenn Adrian Zeit ja gegen Stefan Quietsch kämpfen wird um den Titel im Weltergewicht. Bis dahin, bis dann.